Da. Immer dasselbe. Schon die dritte Sorte in dem Jahr. Verhungert. Ich bin nur gespannt, wie lange die hier noch aushalten. Da gehört eben genügend Blaukorn her. Aber nicht nur eine Tüte. Ein ganzer Waggon voll. Und eine Großflächenspritze mit dem Traktor. Ohne Geld. Die Firma hat auch Einnahmen. Aber wenn die Chefin alles in ihre Experimente mit der zweifarbig blühenden Rose steckt, na, die wird sich wundern. Über ihr Rosenwunder. Aber, Karl. Und was habe ich für Aussichten? In einem Betrieb, in dem es bergab geht. Das ist sicher deine Berti dahinter. Ach was, mein gesunder Menschenverstand. Karl, wir dürfen die Monika jetzt nicht im Stich lassen. Die hat schon genug Sorgen. Hoffentlich kriegt sie heute ihr Darlehen. Na, hoffentlich. Tja, Fräulein Lohmeier, das Grundstück ist stark belastet. Ich brauche das Geld ja nur für 6 bis 8 Monate. Die Rentabilität des Betriebes ist auch sehr zurückgegangen. In wenigen Wochen ist die internationale Rosenschau. Wenn ich nur ein bisschen Glück habe, hole ich mir mit meiner Wunderrose den ersten Preis. Und wovon hängt dieses bisschen Glück ab, wenn ich fragen darf? Dass sie bis dahin aufblüht. Mhm. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das Züchtungsergebnis vorläufig bloß Theorie. Ja, aber jeden Tag kann aus der Theorie Wirklichkeit werden. Rauchen Sie? Nein, danke. Tja, mein liebes Fräulein Lohmeier, man kann vieles beleihen. Aber eine Theorie, es tut mir wirklich sehr leid. Und wenn Frau Krögelmann mir die Hypothek kündigt? Ach, das würde sie doch nie über ihr Herz bringen. Ja, gibt's denn sowas? Ihr Ratschweiber, ihr Faulen. Den ganzen Tag nichts im Kopf als schlafen, essen und knutschen. Aber da seid ihr bei mir an der falschen Adresse. Bei mir heißt Sauberkeit, Arbeit, Moral. Und das Horoskop der Woche. Ach, das verstehst du nicht, du dummes Ding. Jedem ist sein Schicksal vorherbestimmt, auch dir. Jawohl, Frau Krögelmann. Erkält dir nur nicht deinen Sexappeal. Sauberkeit, Arbeit und Moral, habe ich gesagt. Ah, die Damen, recht schönen guten Morgen. Wünsche wohl geruht zu haben, guten Appetit. Guten Morgen. Guten Morgen. Berti, die Eier. Ich kann doch nicht hexen. Nein, bitte keine Eier. Es wird sonst zu viel. Aber hören Sie, Sie müssen doch kräftig essen. Vielen Dank. Wissen Sie? Was steht zu Diensten? Wir sind nämlich Tänzerinnen. Ach, das ist aber nett. Ich habe schon immer eine große Vorliebe gehabt für die Kunst und die schönen Künstler. In meiner Jugendzeit wollte ich selbst einmal zum Theater. Ach so, da verstehen Sie uns ja. Oh. Wir haben seit Tagen nichts gegessen. Ach, deshalb sind die Damen auch so mager. Berti, die Eier! Aber das können wir doch nicht annehmen. Doch, doch, das ist bei mir alles im Pensionspreis inbegriffen. Der Preis, ist er sehr hoch? Ach, nicht doch, nicht doch. Wir haben nämlich gar kein Geld. Ach, das... Was? So, da wären die Eier. Die Eier? Wieso die Eier? Du hast doch eben gesagt, ich soll Eier bringen. Hier sind die Eier. So, bitteschön. Abräumen. Was? Ihr Gepäck ist beschlagnahmt. Was soll ich denn damit? Eure Kostüme will ich haben. Die sind doch da drin. Da drin? Ich habe eine Feder und ich ein Blatt. Ach, solche seid ihr. Ah! Berti, 2 Schürzen. Und an die Arbeit mit euch. Ihr werdet so lange hier bleiben, bis ihr eure Zeche bei mir abgearbeitet habt. Verstanden? Jawohl, Frau Krögelmann. Eine Feder und ein Blatt. Na, ich werde es euch schon austreiben, euch zu entblättern. Sonst keinen Auftrag? Das ist alles. Und morgen ist Zahltag. Da müssen wir wieder Geld von zu Hause mitbringen. Und der Tankstellenfritz hat uns gerade noch gefehlt. Tag, meine Herren. Tag. Tag. Na, Meister, was macht die neue Zucht? Darüber kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben. So, sehr interessant. Wollen Sie mir auch keine Auskunft darüber geben, wo Ihre Chefin steckt, was? Hm. Fräulein Lohmeier ist da drüben beim Haus. Da. Danke. Bitte. Meine Verehrung, Frau Lohmeier. Guten Tag, Herr Zapfke. Die Blume, der Blume. Sie müssen zugeben, neben der Orchidee verblasst sogar die Rose, was? Das ist Ansichtssache. Trotzdem vielen Dank. Was führt Sie heute zu mir? Immer noch der gleiche. Aber heute mache ich Ihnen so ein Angebot. Ich kaufe ihn woanders in Grundstück, ganz in der Nähe. Der Preis spielt bei mir überhaupt keine Rolle. Und Ihnen kann es doch ganz egal sein, wo Ihre Rosen blühen. Glauben Sie wirklich, ich verkaufe Ihnen mein Elternhaus und reiße mitten in der Saison alle Pflanzen aus der Erde, damit Sie auf meinem Gelände ein Rasthaus bauen können? Ach, ich verstehe. Köpfchen, Köpfchen. Ich soll Ihnen noch mal zulegen, hä? Ich will nicht verkaufen. Na, hören Sie mal. Rosen haben doch heutzutage überhaupt keine Zukunft mehr. In unserem Zeitalter müssen Sie mit was Modernem kommen. Tankstellen, Rasthäuser, Autokinos oder sonst was Technisches. Verstehen Sie? Es gibt auch in unserem technisierten Zeitalter noch Dinge, deren Wert sich nicht in Zahlen ausdrücken lässt. Leben Sie wohl, Herr Zapke. Der ist mir zu hoch. Dumme Gans. Guck dir mal den an, der wäre was für mich. Wer, der Dicke? Nee, der Wagen. Na, ihr zwei Hübschen, seit wann gibt's denn euch hier? Seit heute. Na, da komme ich ja gerade richtig. Mein Name ist Zapke. Wo ist denn eure Chefin? Momentchen, wir holen sie. Frau Krögelmann, Kundschaft! Herr Zapke! Schnell, verschwinde aus dem Fenster, schnell! Was steht ihr da herum? Wein kaltstellen, vom Besten, los, los! Also bis heute Abend. Wiedersehen, Kerlchen. Wieder sie Wieselchen. Ah! Oh, wo kommst du denn her? Von der Herzdame aus dem großen Haus über den kurzen Weg. Du Bürschchen, na warte, wir sprechen uns noch. Ja, das wollte ich ja schon die ganze Zeit, Schwiegermutter. Was, Schwiegermutter? Nie, nie! Doch, in den Sternen steht's geschrieben. In meinen aber nicht. Du warte, ich werde dir schon helfen. Ja, das wäre aber nett von Ihnen. Auf Wiedersehen, Frau Krögelmann. Hä? Nein, bitte. Ich werde dir schon beibringen. Ah, bitte schön, der Herr, bitte, ein halber Wagen. Sehr gut, hat's aber geschmeckt? Sollen wir doch wieder. Na, nun zeigt mal, was er bei Muttern gelernt hat. Ach, der liebe Herr Zapke, wie schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Mach mal Platz, Kleine. Schönen guten Tag, Frau Wirtin. Donnerwetter, Sie werden ja jeden Tag jünger. Ja, das kommt von dem vielen Ärger. Oh. Als mir heute Morgen eine schwarze Katze über den Weg lief, da habe ich gleich gewusst. Dass am Nachmittag Zapke kommt. Aber Herr Zapke, schwarze Katze über den Weg bedeutet doch Ärger. Hm? Und Ihr Besuch ist mir immer eine reine Freude. So? Na, die Freude werden Sie in Zukunft noch öfter haben. Und jetzt werde ich Ihnen was verraten. Hm? Ich habe einen Riesendurst. Das hört man gerne. Sie haben ja schon wieder einen neuen Wagen, Herr Zapke. Der rote war doch so schick. Ja, ich habe verschiedene Leidenschaften. Eine davon sind Autos. Na, nun macht mal keinen Kratz auf den Lack, ja? Wir passen schon auf. Sauber arbeiten, Kinder, ja? Das ist doch was Schönes um die goldene Jugend, oder? Kinder, das wäre mein Traum. Was, der Herr Zapke? Nee, den überlasse ich euch. Vielleicht entdeckt er uns. Und wenn wir ihn uns teilen, ist er ja nur halb so schlimm. Ich habe verschiedene Leidenschaften. Ich habe nur eine. Ja, die haben wir vorhin gesehen. Karl ist meine Liebe, aber meine Leidenschaft wäre nun mein Auto. Ich verstehe die Person nicht. Statt froh zu sein, dass einer kommt, der die blanken Tausend auf den Tisch so hinblättert, verstehe ich nicht. Mit einem Schlag wäre so raus aus dem ganzen Schlamassel. Aber die Monika hängt halt an ihrem Besitz, schon wegen der Tradition. Tradition? Was ist hier Tradition? Die kannst du nicht auf die Stulle schmieren. Ihr Primel kann sie auch woanders züchten. Grund und Boden kann man heutzutage überall kaufen. Na, sagen Sie mal, Herr Zapke, warum kaufen Sie sich nicht einen anderen Grund? Warum? Ich kann Ihnen ganz genau erzählen, Frau Krögelmann. Weil dieser Platz für mein Rasthaus goldrichtig wäre. Rasthaus? Ich dachte, Sie hätten Tankstellen. Hab ich auch, hab ich auch. So ja, ein rundes Dutzend. Und weil ich ein Menschenfreund bin, sollen in Zukunft nicht nur die Autos bei mir tanken, sondern auch die Fahrer, verstehen Sie? Aha. Sagen Sie mal, Frau Krögelmann, Sie haben doch zwei Hypotheken auf dem Lohmeierschen Grundstück. Ja, habe ich, ja, ja. Dann hat denn das Mädchen die Zinsen immer pünktlich bezahlt? Hat sie, doch, bis zum vorigen Jahr. So, und jetzt ist sie im Rückstand. Ich habe die Zinsen gestundet. So nötig brauche ich das Geld gar nicht. Moment. Frau Krögelmann, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Verkaufen Sie mir die Hypotheken. Damit Sie mir mit Ihrem Rasthaus eine Konkurrenz vor die Nase setzen. Nein, Herr Zapke, nein. Die Hypothek kriegen Sie nicht. Herr Zapke! Am Apparat! Wenn Sie mal wieder einen Wagenpfleger brauchen, kommen Sie sofort. Den Wagenpfleger? Nicht doch, Fräulein Berti. Ja. So eine süße, nette, kleine Krabbe wie Sie kann doch ganz andere Ansprüche stellen, hä? Trotzdem, Postkarte genügt. Monika, die Verbandstagung ist schon nächste Woche. Hm? Macht's uns aber schwer, unsere Wunderhose. Da müssten wir sie ja für die Rosenshow anmelden. Monika, ich glaube, du solltest das Angebot von diesem Zabke doch annehmen. Du gibst mir diesen Rat, Onkel Hanke. Schau, Monika. Sie wird rot aufblühen. Und dann wird sie die Farbe wechseln, sie wird so gelb werden wie die Gloria D. Und dann wird sie wieder rot verblühen. Glaubst du denn nicht mehr daran? Natürlich glaube ich. Natürlich wird sie kommen, Monika, aber wann? Monika, du könntest es dir viel leichter machen. Nein, ich verkaufe nicht. Wir müssen auf alle Fälle einen Platz reservieren lassen für die Ausstellung. Sie muss ja kommen. Ich fahre zur Tagung in die Stadt. Die ganze Arbeit umsonst. Wie soll ich bauen ohne Grundstück? Mein erster Großauftrag. Da wartet man und endlich hat man eine Chance und wieder nichts. Erzählen Sie das mal der Rosenjungfer. Ich glaube, Herr Zabke, das ist doch nur eine Frage der Verhandlung. Ich sehe nämlich gar nicht ein, warum mein erster Großauftrag an einem weiblichen Dickschädel scheitern soll. Eben. Wie ist denn die Person? Blutjung und Gemüse, na und bildhübsch. Na, dann wär's doch gar nicht mal ein Opfer. Nehmen wir mal an, ich würde dieses Fräulein Lohmeier irgendwo kennenlernen. Na, ganz privat natürlich. Und nehmen wir weiter an, sie würde sich in mich verlieben. Ob man dann mit ihr reden könnte? Mensch, Klinger, Goldjunge, das ist ja die Masche. Naja, schön finde ich es ja nicht so, aus Berechnung. Bisher war es für mich immer ein Vergnügen. Oh, Sie tun dem Mädchen doch direkt einen Gefallen. Ich weiß schon eine prima Gelegenheit, wo sich das arrangieren lässt. Moin ist ja sowieso eine Verbandstagung hier in unserer Stadt und da machen Sie das so. Na, lassen Sie mal, Herr Zabke, das verstehe ich besser als Sie. Und damit, liebe Kollegen, werden die Vorbereitungen für unser Rosenfest abgeschlossen. Falls Fräulein Lohmeier ihre Wunderrose nicht mehr herausbringen kann, dann wäre die einzige Neuzüchtung des Jahres die Samtrose des Kollegen Wolfram. Noch eine Bemerkung? Dann danke ich Ihnen für heute und auf Wiedersehen bei unserer Rosenschau. Lieber Kollege Wolfram. Klinger. Verzeihung, Frau Lohmeier? Ja, bitte? Entschuldigen Sie, ich bin Architekt. Ich habe mir sagen lassen, Sie hätten besondere Erfahrung in der Anlage von Rosengärten. Ja, das stimmt. Ja, ich habe da von einem Industriellen einen Auftrag bekommen, einen Rosengarten anzulegen und offen gestanden, davon habe ich keine Ahnung. Und da soll ich Ihnen einen Rat geben? Aber nein, ich wollte Sie um Ihre Mitarbeit bitten. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie daran interessiert wären. Ja, aber da könnte ich ja die Pflanzen liefern. Ja, natürlich. Wie groß ist die Fläche? Ja, das Grundstück selbst habe ich noch gar nicht gesehen. So. Ja, aber ich schlage vor, dass wir die ganze Sache in Ruhe bei einer Tasse Kaffee besprechen. Ich habe leider keine Zeit. Oh. Das heißt, meinen Bus erreiche ich sowieso nicht mehr. Na gut, also gehen wir. Bedienung! Bedienung! Halt! Du gehst ins Haus. Bitte? Ja, erst mal ein Viertel. Bitte. Moment, Sie sagten doch neulich, wir sprechen uns später. Ja, wollen Sie nicht Platz nehmen im Sitzen, da redet sich's leichter. Was ich dir zu sagen habe, dazu brauche ich mich nicht erst zu setzen. Na gut, dann reden wir im Stehen. Schlag dir die Berti aus dem Kopf. Aber Frau Krögelmann, die Liebe ist doch kein Wasserhahn, den man einfach abdreht. Ach, Liebe, ich kenne euch doch, euch Mannsbilder. Dein Onkel war auch so ein Habenichts wie du. Ich hätte ihn trotzdem genommen, aber er hat mich sitzen lassen. Was es nicht alles gibt? Bei mir heißt Sauberkeit, Arbeit und Moral. Und deshalb wird meine Tochter einen nehmen, der etwas auf der Sparkasse hat. Aber Frau Krögelmann, was für unmoralische Ansichten. Der Arme, jetzt hat er wieder eins aufs Dach gekriegt. Der muss aber viel Zeit haben, dein Karl. Für mich immer. Arm geht ja noch, aber faul? Was willst du denn damit sagen? Ich? Gar nichts. Wie will er dich hier ernähren? Deine Mutter sagt immer... Was will die denn hier? Wunderbar. Mutters Blick in die Zukunft. Wenn die Kartenjule aufkreuzt, dann ist Mutter zahm und ich kann verschwinden. Ich habe Sie schon die ganze Zeit erwartet. Ich habe etwas ganz Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Also passen Sie mal auf, da ist eine neue Konstellation. Wie kann man nur so abergläubisch sein? Ist doch alles nur Hokuspokus. Karl! Kerlchen! Warte doch! Ich dachte schon, ich wäre umsonst gekommen. Ich komme mit. Das Feinwieselchen. Steig ein. Oh! Wofür hältst du denn das? Für einen Mülleimer. Ich meine, ein schickes Motorrad, mit dem man sich sehen lassen kann und verreisen nach Italien und so. Also Ideen hast du. Ist denn das so schwer zu verstehen? Ich will auch mal was erleben. Ich will auch mal was von der Welt sehen. Na, schau dich doch um. Jetzt zum Beispiel sind wir 10 Kilometer von Vilshorn weg. 10 Kilometer von Vilshorn. 10 Kilometer kann ich auch zu Fuß gehen. Jetzt langt's mir aber. Nichts als lauter alberne Firlefanzereien hast du im Kopf. Bitte, wenn du willst, kannst du zu Fuß gehen. Ich kann auch allein weiterfahren. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Du, ich tu's wirklich. Bitte, bitte, gute Fahrt. Karl! 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 Ach, so ein Flegel. Donnerwetter nochmal, Sie sind aber wirklich, Sie sind, Donnerwetter nochmal, Sie sind ja ein verteufelt hübsches Mädchen und Tränen in den schönen Augen. Mein Gott, was gibt's denn? Ach, nichts weiter, ein bisschen Familiensturm. Aha, das habe ich mir gedacht. Und wo wollen Sie jetzt hin zum Schuster? Nein, nach Hause. Aha. Wollen Sie vielleicht mir und meinem kleinen Wägelchen die Freude machen? Nein, aber an meinen Füßen. Laufen Sie mal den ganzen Weg barfuß. Doch, mitnichten, mitnichten. Was für Nichten denn? Na, na, das ist nur so eine kleine Redensart. Hätte ebenso gut kurz, knapp und brutal sein können, wie das hier. Aber ich liebe solche blumigen Umschreibungen, besonders in Verbindung mit so hübschen Damen. Also, was kann ich für Sie tun? Fahren Sie mich bitte nach Hause, aber ohne blumige Umwege. Gerne. Jetzt habe ich schon wieder einen Bus versäumt. Ihretwegen. Aber mit dem nächsten fahre ich. Unwiderruflich? Unwiderruflich. Gefällt es Ihnen nicht? Das habe ich nicht gesagt. Es war ein wunderschöner Tag heute. Hören Sie. Das kommt vom Rathausturm. Und das von der Marienkirche. So habe ich die Stadt noch nie gesehen. Sie sollten der Bundespost dankbar sein, dass sie so pünktlich abfährt. Oder einem Architekten, der so viel Zeit hat. Naja, wir hatten ja in erster Linie eine geschäftliche Besprechung. Davon habe ich aber nicht viel gemerkt. Was ist denn das? Abendessen. Sie haben eine entwaffnende Selbstverständlichkeit, aber mit dem nächsten Bus fahre ich bestimmt. Das ist sowieso der letzte. Ich fahre Sie mit dem Wagen. Nein, danke. Ich nehme den Bus. Die Berti ist gerade gekommen. Na und? Sie hat sich was Tolles aufgegabelt. So eine Art Ruberosa. Stinkt vor Geld. Und einen Wagen hat der eingedichtet. Aufgegabelt? Meine Tochter gabelt sich niemand auf. Und wenn sie sich einen aufgabelt, dann muss es schon ein außerordentlicher Charakter sein. Und hier sehen Sie also das Innere der Traube. Süß. Und hier ist meine Mutter, die Seele des Geschäfts. Kolossale Ähnlichkeit. Hätte beinahe gesagt, die große Schwester. Gestatten Sie, Hossfeld, Tom Hossfeld. Sie sind ein Schmeichler. Nein. Josephine Krögelmann, ich bin die goldene Traube. Ganz meinerseits. Der Herr sucht ein Zimmer. Ja, glücklicherweise habe ich ja Fräulein Tochter kennengelernt und auf diese Weise die goldene Rebe. Goldene Taube, ja. Seit 1932. Natürlich, alte Kultur, Gediegenheit, Patriziertum, Weltmann wie ich versteht so etwas. Ja, an sich bin ich total ausverkauft. Oh. Aber per Zufall ist heute ein Appartement frei geworden. Mhm. Für wie lange soll's denn sein? Es kommt drauf an, ubi bene, ibi patria. Ah, Sie sprechen auch Italienisch. Ja. Sie kommen wohl weit herum, was? Das kann man wohl sagen. Rio, Hongkong, oh. Shanghai. Mich lockt das Abenteuer. Dann werden Sie sich hier aber einsam fühlen. In Vilshorn ist nicht viel Abwechslung. Auch die Einsamkeit hat ihre Reize. Zum Beispiel Ruhe, Natur, dann Ruhe in der Natur. Zum Beispiel auf meiner Yacht. Jagd? Da schießt der Böcke. Oder Häschen. Sie haben eine Jagd? Nein, keine Jagd, sondern eine Yacht. Mehrere. Ja, aber eine richtig kleine Flotte. Oh. Flotte kleine. Ja, man muss ja mit seinem Geld was anfangen. Man kann ja nicht alles der Steuer geben, ne? Ach, verstehen Sie auch etwas von Steuererklärungen? Eine Spezialität. Ach, ich weiß nicht, ob ich es Ihnen zumuten darf, aber vielleicht können Sie mir einen Tipp geben. Ich bin nämlich gerade dran, meine Steuererklärung zu machen. Ja, aber natürlich, Frau Krögelmann, wir Geldleute müssen noch zusammenhalten und Kassabücher sind für mich immer ganz besonders interessant. Schick so ein weißer Anzug. Ja, so weiß, wäscht nur Superweiß. Oha, das habe ich gerade eben im Werbefunk gehört. Ich danke Ihnen für diesen Abend. Nein, ich habe Ihnen zu danken. Es war wirklich sehr schön. Ich habe mich schon lange nicht mehr so unbeschwert gefühlt. Haben Sie denn Sorgen? Wer hätte die nicht? Bitte einsteigen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Und wann sprechen wir über das Berufliche? Ich besuche Sie in der Gärtnerei. Und wenn ich einmal nur privat käme, wäre ich dann auch gerne gesehen? Natürlich. Aber vergessen Sie nicht, in erster Linie sind wir Geschäftspartner. Auf Wiedersehen und viel Glück. Danke, auf Wiedersehen. Bitte? Guten Morgen. Morgen. Hat der Herr Hostfeld alles, was er braucht? Ja, vielleicht noch ein Tröpfchen Kaffee, wenn ich bitten darf? Aber ja, doch selbstverständlich, danke. Gern. Oh, bitte? Was haben Sie denn? Nichts. Alles in Ordnung. In bester Ordnung. Inwiefern? Auch die Konstellation ist günstig. Venus und Merkur in Konjunktur. Venus und Merkur? Die Sterne, meine ich. Ah, ich verstehe, Sie sind abergläubisch. Sagen Sie doch so etwas nicht. Da ist was dran, ich schwöre es Ihnen, Herr Hostfeld. Sehr interessant. Ah, ich wusste es ja, Herr Hostfeld. Unser einer findet sich doch überall auf der Welt. Das macht das Fludium. Aha, aha. Und jetzt, wenn Sie gestatten, jetzt möchte ich Ihnen gern etwas näher treten mit meinem Anliegen. Frau Krögelmann, ich glaube, also muss ich aber aufstehen. Ach nein, bleiben Sie doch ruhig noch ein Stündchen im Bett. Dann können Sie inzwischen meine Geschäftsbücher ansehen. Bitte. Ja. Frau Krögelmann, das mache ich am besten heute Abend. Ach nein, das geht doch nicht. Da ist doch das Fest. Mein Fest. Trotzdem, man kann doch das eine tun und muss dabei das andere nicht lassen. Ich habe eine Verabredung mit Fräulein Tochter. Kleine Autotour. Und versprochen ist versprochen. Das ist aber eine gute Idee. Ja. Herr Hostfeld, nehmen Sie sich doch der kleinen Bertin ein bisschen an. Naja, ich werde sehen, was ich machen kann. Die ist ja nackelig. Oh. Herr Hostfeld, Herr Hostfeld, Sie sind mir ganz ein Schlimmer. Ist denn das nicht schlimm? Naja, man hat ja schließlich Verständnis. Bitte darum, ja? Trotzdem, mir scheint, Sie sollten heiraten. Ja. Los, beeilt euch, die Frau Krögelmann wartet schon. Wirst noch früh genug zu deiner Berti kommen. Na ja, komm, mach schon, hey. Hallo. Grüß Gott. Tag. Kann ich bitte Frau Lohmeier sprechen? Ja, die Chefin ist im Haus. Komm, führ den Herrn zum Pavillon. Danke. Bitte. Dass dir nicht die Augen rausfallen. Ein Herr wartet dort auf Sie. Guten Tag, Fräulein Lohmeier. Herr Klinger, schön, dass Sie mich nicht vergessen haben. Aber ich bitte Sie. Setzen wir uns doch. Danke. Nun, hat es mit dem Auftrag geklappt? Ja und nein. Noch ist nichts endgültig. Aber ich kenne das Projekt jetzt so weit, dass ich mich wegen der Rosen informieren muss. Wunderbar. Welche Beschaffenheit hat denn Ihr Boden? Ja, das ist, wissen Sie, Humus. Wissen Sie, so richtige Gartenerde. Ach, er war schon bebaut. Nein, da stehen aber Fichten, stehen da drauf, ja. Humus, wenn dort nur Fichten stehen. Ja, ja, das wird alles noch gemacht. Ich sehe mir das Grundstück am besten selber an. Ja, die Sache hat nämlich einen Haken. Ich kenne das Grundstück immer noch nicht. Ich war nur hier in der Nähe und da wollte ich Sie gerne wiedersehen. Und mich gleichzeitig wegen der Rosen informieren. Böse? Nein. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Rosenfelder. Und das Treibhaus. Mit Rosen fängt die Liebe an. Sie fragen, liebst du mich? Tausendmal liebst du mich. Das ist die Spartan, eine Floribunda, eine der besten Rosenzüchtungen der Welt. Was für eine Menge Blüten. Bis zu 10 Stück an einem Stiel. Und wie heißt die da? Brennende Liebe. Wie sympathisch. Ist sie nicht schön? Wunderschön. Und dort, das sind neue Setzlinge, die blühen erst im nächsten Jahr. Setzlinge? Ja, man kann eine neu gezüchtete Rose nur so vermehren, indem man die Augen der Triebe abnimmt und andere wilde Rosenstöcke damit veredelt. Ja, wie macht man das? Onkel Hanke, bitte komm her, erklär du das mal. Interessiert Sie denn das? Doch, außerordentlich. Ich bin ganz gefesselt. Kommen Sie, dann zeige ich Ihnen meine Züchtungsversuche. Ach, herrlich. Aber das ist noch nicht die richtige Farbe. Mein Vater wollte schon immer eine Rose züchten, die rot aufblüht, dann ihre Farbe wechselt also. Vielleicht gelb wird und dann wieder rot verblüht. Ich habe die Versuche seit Jahren fortgesetzt, bisher ohne jeden Erfolg. Aber nach allen Berechnungen muss die Wunderrose in diesem Sommer zum ersten Mal blühen. Das ist sie. Ja, kann man das vorausberechnen? Es gehört schon ein bisschen Glück dazu. Na, wenn die Versuche dann fehlschlagen? Daran darf man gar nicht denken. Sie muss kommen, noch in diesem Jahr. Bitte schön, passen Sie an. So, jetzt ziehen Sie das langsam zu sich, ja? Oh, entschuldigen Sie. Verzeihung. Sie haben einen einmalig schönen Beruf. Aber warum denken Sie überhaupt nicht an sich selbst? Man könnte glauben, für Sie wäre die Welt hinter diesen Mauern zu Ende. Und dabei sind Sie so jung und so hübsch. Wenn die Rosenschau vorbei ist, wird vieles für mich leichter sein. Ich bin überzeugt, Sie werden Erfolg haben. Aber heute Abend in der Goldenen Traube lassen Sie einmal alle Sorgen hinter sich. Eigentlich wollte ich gar nicht hingehen. Oh, das wäre ja noch schöner. Punkt 8 hole ich Sie ab. Und wehe, wenn Sie nicht Ihre beste Laune mitbringen. Einverstanden. Und dass ihr euch anständig benehmt, heute an meinem Ehrentag. 25 Jahre lang habe ich hier auf Sauberkeit und Moral gesehen. Und so soll es auch die nächsten 25 Jahre bleiben. Aber ohne uns. Flinke Hände, ein freundliches Wort, ein höfliches Lächeln. Das ist alles, was man von einer Kellnerin verlangt. In einem anständigen Etablissement. Etablissement. So. Bitte? Oh, hier geht's nicht. Aha, Moment. Da geht's auch nicht. Oder Berti, wir sind eingemauert, gefangen, mitgefangen mit Schicksalsgewalt. Schauen Sie, zwei Menschen wie Sie und ich, ganz allein. Und dann dieses gewisse Etwas zwischen uns. Spüren Sie das nicht? Ganz wie Sie wünschen. Hast du die Berti schon gesehen? Nein. Aha. Warte, die Girlande. So. Ist das aber schön. Ja. Moment, die Rechnung. Ich möchte mit Ihnen von schwülen Tropennächten träumen. Oh, mir ist schon ganz heiß. Oder von brüllenden Löwen. Oh, und von raschelnden Giftschlangen. Ja. Wissen Sie, was eine innere Stimme mir sagt? Lassen Sie die Dame los! Berti, komm raus! Na nun, wer ist denn dieser Mensch? Das ist unser Gärtner. Unser Gärtner, du machst, dass du rauskommst, los! Kann doch nicht! Na, Sie sehen doch, sie kann wirklich nicht. Versuchen Sie es mal mit dem Rückwärtsgang. Ich? Na, haben Sie keinen? Ach so, ja. Ein Gärtner. Mit Intelligenz. Bitte? Danke, Herr Hanke. Ich wusste natürlich genau, dass ich einen Rückwärtsgang hatte. Bitte sehr. Aber, ja. Was? Ich lasse meine Moral nicht auf der Nase herumtanzen. So Moral? Ich denke, Sie sind Geschäftsform. So was bringt doch heutzutage das meiste Geld. Bedienung. Noch dicke Luftfischlein. Das wird ja die Josephine bis zum jüngsten Tag nicht verzeihen, dass du sie damals nicht genommen hast. Lieber 20 Jahre mit ihr böse als ein Jahr mit ihr verheiratet. Keiner Unterschied, liebe Frau Vögelmann. Die zwei sind doch die geborenen Tänzerinnen. Das sind wir auch. Was Tänzerinnen, Zechprellerinnen seid ihr. Nichts haben Sie als eine Feder und ein Blatt. Und darum werden Sie so lange bei mir bleiben, bis Sie Ihre Zeche abgearbeitet haben. Ist es viel? Ja, 59,80. Das sind ja kleine Fische. Meine Damen, hier standen Sie, der ich Ihnen auslöse. Hier, haben Sie einen Hunderter. Der Rest ist für Sie. Meine Damen sind ab sofort bei mir engagiert. Sie gehören auf die Bühne. Danke, vielen Dank. Aber Herr Zapke, was ist denn? Wer soll denn heute Abend hier bedienen? Ich glaube, die Damen werden bei Vorkasse mit sich reden lassen. Im Sinne der freien Wirtschaft. Monsieur, was für eine Unverschämtheit. Also, was verlangt ihr? Sagen wir mal... Das Doppelte. Das Doppelte? Für jede. Für jede? Und nur bis Mitternacht. Der hat uns gerade noch gefehlt. Ah, das verehrte Fräulein Lohmeier. Wie gut, dass ich ihn treffe. Und das ist der verehrte Herr Zukunft hier, wie? Herr Klinger, Herr Zapke. Alledem, sehr alledem. Gestatten, dass ich einen Moment Platz nehme? Entschuldigen Sie, Herr Klinger hatte mich um diesen Tanz gebeten. Oh, bitte, bitte, bitte. Warum ist heute die Welt so schön? So schön, na, die wüsste. Ich wach und träum zur gleichen Zeit vom großen Glück zu zweit. So, jetzt wird getanzt. Halt! Hast du keinen Respekt von deiner Mutter? An die Arbeit. Los! Hopp, hopp, hopp. Ja, aber... Und hier sage ich zum letzten Mal, solange ich hier bin, kriegst du die Berti nicht. Na, warten wir es ab. Manche Mutter wird Großmutter, ehe sie bis 3 gezählt hat. Abend, Abend, Herr Inspektor. Du lass die Finger von dem Mädchen, es passt mir nicht. Außerdem ist die Berti noch viel zu jung. Mir nicht. Das glaube ich. Meine Tochter, die soll erst einmal die Welt sehen. Andere Männer kennenlernen. Aha, verstehe. Männer wie Herrn Hossfeld, was? Jawohl, du Nulluwer. 0 und 0 und 0 und 0 und 0 ist 0. Und 7 und 4 ist 13, 2 hin, 1 im Donnerwetter nochmal. Das ist ja ein Reingewinn. Hm. Den Laden darfst du dir nicht entgehen lassen. Torbilein, Prost. Tom Hossfeld, sei wachsam. Die Frucht ist reif, die muss man nur noch pflücken. Frau Wirtin, was schert mich Ihr Bier und Ihr Wein? Ich will nur Ihr liebliches Töchterlein. Warum bist du auf einmal still? Dein Herz klopft schneller als es will. Ich kann in deinen Augen sehen. Ich kann in deinen Augen sehen. Die Welt ist heute so schön. Die Welt ist heute so schön. Ah, unser lieber Herr Hossfeld. Eine Verehrung, meine Geliebte. Herr Hossfeld, schon fertig mit der Buchprüfung? Ja. Nun, wie steht's? Bestens, bestens, meine Geliebte. Seitdem ich Einblick in Ihre Bücher nehmen durfte, sind Sie mir noch viel sympathischer. Oh. Ich meine, weil alles so korrekt und so sauber ist. Fängt die Liebe an. Sie fragen, liebst du mich? Wie schön das Lied zu Ihnen passt, Monika. Tausendmal liebst du mich. Wie schön, wieder einmal zu tanzen. Ich bin wie verzaubert. Die Rosen blühen schon, das große Glück fing an. Rosen werden immer blühen, die ich nie vergessen kann. Ach, das sind Sie ja. Wie schön, dass Sie gekommen sind. Das ist meine Wahrsagerin. Aha. Ab und zu leiste ich mir einen Blick in die Zukunft. Sehr interessant. Nicht wahr? Was sie mir vorausgesagt hat, ist noch immer eingetroffen. Ach. Ich richte mich aber auch genau nach dem, was Sie sagen. Hochinteressant. Müsste ich doch eigentlich auch mal. Ach ja, tun Sie das, ja. Herr Hossfeld. Es wird Ihr Schaden nicht sein. Worauf Sie sich verlassen können? Linke Hand, bitte schön. Bitte? Also, das kommt vom Herzen. Bitte. Nein, lieber morgen. Wir werden das morgen früh mal ausprobieren, ja? Lass mich. Was ist denn? Das hat ja doch keinen Zweck. Ich denke, wir sind uns wieder einig, oder nicht? Ich weiß noch nicht. Vielleicht habe ich ganz andere Pläne. Ach. Steckt da wieder deine Mutter dahinter oder dieser Lackaffe, dieser Hossfeld? Das hast du bloß gegen Herrn Hossfeld. Das ist ein sehr netter Mann, der es zu was gebracht hat. Und der weiß, wie man sich einer Dame gegenüber benimmt. Was sagst du da? Au! Au, du tust mir weh! Ich will jetzt wissen, wie weit es schon ist zwischen dir und diesem Hossfeld. Nichts ist, gar nichts. Bis jetzt. Aber eins weiß ich, so roh und gemein wie du würde der mich nie behandeln. Tut's weh? Du, das wollte ich nicht. Ach, Kerlchen, warum siehst du dich nicht endlich nach einer Stelle um, wo du mehr verdienst? Jetzt schau, ich kann doch die Monika und den Onkel jetzt nicht im Stich lassen. Die Monika, der Onkel. Für alle bist du da, bloß für mich nicht. Aber Berti. Aber Berti. Nix ist mit der Berti. Ich will mit dem heiraten, nicht warten, bis ich alt und grau bin. Kannst du denn das nicht verstehen? Nee, schon, aber... Naja, so gut, ich werde kündigen. Wann? Morgen. Morgen ist Zahltag. Oh, Ich hab's ja gewusst, dass du mich liebst. Berti! Schnell, geh weg. Berti! Ja, ich komme! Berti, was drückst du doch hier im Dunkeln herum? Der eine Mondlampion war aus und den habe ich wieder angemacht. Das war alles. Ach, und dazu hast du auf dem Kopf stehen müssen, was? Oh, die verlorene Tochter ist wieder da. Gestatten, Ehefrau, dürfte ich vielleicht mit von der Tochter eine Kiste Sohle aufs Parkett legen? Ja, natürlich, Kinder. Natürlich, amüsiert euch gut. Ja. Gestatten, kommen Sie. Der Mondlampion fährt Motorrad. Hast ne Ahnung, was Liebe ist. Doch. Ich warte immer, worauf? Dass du mich mal küsst. Gerne. Du scheinst zu allem, bitte? Zu faul zu sein. Oh. Du schläfst beim Tanzen noch ein. Nein. Hast du ne Ahnung, was in mir steckt? Ja. Du hast das alles noch gar nicht entdeckt. Oh. Ich bin so feurig, ja? Wie roter Wein. Schön. Dein Blut muss Himbeersaft sein. Hm. Schau mich nicht so an. Nein. Wie stehst du wieder da? Wie? Sei endlich mal ein Mann. Ja. Und nicht dein eigener Opapa. Das geht entschieden zu weit. Du hast ne Ahnung, was Liebe ist. Aber ja. Siehst du denn gar nicht, wie komisch du bist? Kalt? Bisschen. Wollen wir noch mal tanzen? Nein, ich möchte nach Hause. Bitte hol meinen Mantel. Tut mir leid, Herr Zapke, aus dem Plan wird nichts. Was denn? Ich denke, ihr seid schon ein Herz und eine Seele. Eben. Was soll denn das heißen? Ich mache nicht mehr mit. Ist ja heller Wahnsinn, Klinger. Wollen Sie mich nicht runter für sagen? Gern. Ich habe mich in Fräulein Lohmeier verliebt. Mensch, Klinger, seid ihr voller Ernst? Na, selbstverständlich. Trotz allem lieb ich dich doch. Frau Kögelmann, ist Ihnen was über den Leber gelaufen? Sie haben leicht lachen. Sie haben keine Tochter. Kopf hoch, Mutti Kögelmann. Wir waren doch auch keine Engel, wir zwei Bäder, was? Komm, nun muss man weiter hinsetzen, was? Ich möchte nämlich mein Angebot von wegen Hypotheken wiederholen. Gestatten, ich tanze nicht. Ich störe da wohl. Auch nicht, doch nicht. Nur. Komm, nun sagen Sie nicht gleich wieder, nee. In kürzester Frist wird der kleine Lohmeier ihr Wunderjachten sich sowieso in Zapkes Tankstelle und Rasthaus verwandelt haben. Auch ohne ihr geschätzten Hypotheken. So. Mensch, Krügelfrau, glauben Sie, ich will ihn verkohlen? Raten Sie mal, wer der junge Mann ist, mit dem die ahnungslose Lohmeier hier war. Mein Architekt, ein ganz raffinierter Taktiker. Das Grundstück ist mal sicher. Nur wer die Pacht von dem Rasthaus kriegt, das ist noch nicht raus. Ach, und Sie meinen, dass... Tun Sie mir einen Gefallen, tue ich Sie auch Ihnen. Wie wär's mit der Bewirtschaftung von meinem Rasthaus? Ganz flotter Verdienst. Das wäre zu überlegen. Verkaufen Sie mir die Hypotheken und der Handel gilt. Aber den Pachtzins bestimme ich. Na schön. Wenn es sein muss. Onkel. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, komm, im Bett schneit sich's bequemer. Zahlen. Lieselotte. Zahlen. Bei uns nicht mehr. Seit 0 Uhr sind wir bei Herrn Zapke engagiert. Dann ruft die Wirtin. Ich? Wieso denn ich? Wieso du nicht? Du bist mir vielleicht ein Held. Du glaubst doch nicht vielleicht, dass ich vor dieser Hallenpation Angst habe? Ja, davon bin ich sogar überzeugt. Nur dann komm mal mit. Ja. Frau Grönemann, da ich mit Ihnen nicht mehr spreche, ersuche ich Sie, das Folgende als offene Postkarte zu betrachten. Es kam keine Kellnerin zum Kassieren. Zum Kassieren? Und ich bitte Sie daher, mir die Rechnung per Post zugehen zu lassen. Ja. Hochachtungsvoll Matthias Hanke, Obergärtner und Vorstand des Junggesellenvereines Trau, Schau, Wem. Das ist ja so eine... Schwiegermutter. Ah! Also dann, gute Nacht. Willst du wirklich schon schlafen gehen? Morgen beginnt wieder der Alltag. Bitte. Ich habe mir einen Staubsauger gekauft und muss die Raten pünktlich zahlen. 3 Wochen bin ich jetzt schon im Rückstand. Es tut mir leid um die Chefin. Aber wenn du umsonst arbeiten willst, wie dein Onkel, der verkrachte Botaniker... Quatsch, ich überlege doch nur, wie man es ihr am besten sagt. Die Mühe kannst du dir sparen. Ich weiß, dass niemand ohne Lohn arbeiten kann. Und wer ist dran schuld? Wir doch nicht. Sie sind mit ihren Methoden einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Wir haben doch alle auf die Wunderrose gesetzt. Ja, wie jedes Jahr. Wer also gehen will, kann sich seine Papiere bei mir abholen. Karl, was darfst du der Monika nicht antun und mir auch nicht? Du weißt ja, ihre Rosen sind ja auch mein Lebenswerk. Es tut mir leid, Onkel Matthias, aber ich hab's nun mal der Berti versprochen. Außerdem habe ich schon eine neue Stellung in der Stadt. So seid ihr jungen Leute egoistisch und ohne jedes Mitgefühl. Na, jeder ist sich selbst der Nächste. Karl, ich werde zu Frau Krögelmann gehen und mit ihr sprechen. Sie ist die Einzige, die uns noch helfen kann. Zu Frau Krögelmann? Vielleicht erhöht sie die zweite Hypothek. Es ist immer leichter, für andere zu bieten, als für sich selber. Ist aber sehr kompliziert für mich. Aber nein, das ist alles furchtbar einfach. Es ist keine echte Wahrsagung. Du sagst, Frau Krögelmann, Sie werden den Mann, der als erster zur Tür hereinkommt, um einen Tag überleben, klar? Und selbiges Mann bist du? Erraten. Ah, du willst heiraten, Frau Krögelmann. Natürlich. Das heißt, nein, die Tochter, die Berti. Ach so, die Tochter, na ja, auch schön. Sehr schön. Kann mich also auf dich verlassen? Auf Wiedersehen. 100er, bitteschön. Ist er nicht ein bisschen teuer? Zu teuer? Hm? Für die Zukunft ist nichts zu teuer. Naja, also auch wieder recht. Also bitteschön, hier wäre die Hälfte als Anzahlung. Rest folgt bei Lieferung. Einverstanden? Einverstanden. Aber wie werden Sie wissen, wann Sie kommen müssen zu Frau Wirtin? Das habe ich ganz vergessen. Nach der Prophezeiung kommst du ans Fenster, gibst mir ein kleines unauffälliges Zeichen, ungefähr so. Warte draußen und komme. Was hat er gewollt? Na, was ist? Vor allen Dingen immer schön aufpassen, dass kein Wasser in den Tank kommt. Sonst ist es Essig mit dem Weiterfahren. Ja, ich pass schon auf. So, jetzt ist sie aber blitzeblank. Stimmt. Da kriegt man direkt Gefühle. Gefühle für die Sauberkeit, meine ich. Und Moral. Aral. Sag mal, Kinder, wie gefällt es euch denn bei Zapke? Naja, soweit ganz gut. Aber Sie wollten uns doch auf die Bühne stellen. Auf die Hebebühne. Was Zapke verspricht, ein Helder auch. Aber erst die Kundschaft. Bedienung. Ja, ich komm. Was soll ich denn bringen? Onkel Hanke? Du, Berti, ist deine Mutter da? Ich muss dringend mit ihr reden. Rosen? Hm. Geschäftlich. Ach so. Soll ich sie holen? Ich glaube, sie ist im Wohnzimmer. Heute, ich kann Ihnen sagen, etwas ganz Besonderes. Ja? Oh, bitte, bitte. Es hat den Geistern gefallen, ihr Leben zu verknüpfen mit dem eines Freiers, der sich nähert ihrem Hause. Vielleicht sie werden leben noch 10 Jahre. vielleicht auch noch 50. Aber eins ist Ihnen gewiss. Sie werden diesem Freier überleben, nur einen einzigen Tag. Oh, und wer bitte ist dieser Freier? Der Freier ist derjenige, welcher wir treten als Nächster ins Zimmer über diese Schwelle. Du? Liebe Josephine, Ach du liebe Zeit, du hast dich doch wohl hoffentlich nicht erkältet? Nein. Setz dich. Ich mache dir jetzt gleich einen Fliedertee. Ich brauche keinen Fliederrosen. Fliedertee, ich bin ja nicht krank. Sicher bist du krank, du weißt es nur noch nicht. Weiß ich nicht. Eine Grippe fängt meistens mit Niesen an. Aber ich glaube, ein steifer Grog wäre noch besser. Ja. Steifer Grog ist ja immer, Zunächst mal einen doppelten Korn. So, ja, schon mancher ist an Grippe erkrankt und an Lungenentzündung gestorben. Da ist nicht zu spaßen. Aber jetzt hast du ja mich. Zu deinem und meinem Wohle. Prost. Liebe Josephine, ich möchte dich etwas fragen. Ja, Matthias, frag doch noch, frag doch schon. Liebe Josephine, Rosen. Die liebe Monika ist in Not. Und du bist nicht in Not und ich dachte, vielleicht könntest du ihr helfen. Die Monika? Aber ich habe doch jetzt ganz andere Dinge im Kopf. Ich muss mich doch jetzt um dich kümmern. Ich kann mich nicht zersplittern. Du sollst nicht splittern. Nicht splittern. Ich dachte, Ja, was ist denn das? Du hast ja total durchweichte Schuhe. Ja. Du wirst dir ja den Tod holen. Musst dir natürlich sofort die Schuhe ausziehen. Die Schuhe. Komm her, gib her bitte sofort. Liegst du gut? Ja. So, und jetzt erst das rechte Füßchen. So, und jetzt das linke Füßchen. Beim linken geht's ein bisschen aber schwerer bei mir. So, und nun schön brav liegen bleiben. Josephine, Josephine. Jetzt mache ich dir einen ganz starken Grog. Ich brauche ja keinen rechtes Füßchen und linkes. Hilfe! 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 Oh, Fräulein Berti, gut, dass Sie da sind. Kommen Sie rasch. Bitte, kommen Sie hierher. Ab in die Hütte. Bitte helfen Sie mir. Retten Sie mich vor diesen Tieren. Hat sie eine gebissen? Ja, ziemlich heftig geschnappt. Ich glaube, ich muss sofort zum Arzt. Dieser eine Gans ist tollwütig. Hm? Diesen Brief habe ich heute bekommen, Herr Direktor. Zabke hat die Hypotheken gekauft und droht sie zu kündigen, weil ich mit den Zinsen im Rückstand bin. Das heißt also, er kann mir alles fortnehmen. Mein Elternhaus, meine Treibhäuser, meine Rosenfelder. Nicht von heute auf morgen. Sie haben immerhin noch eine Frist. Und wenn ich nicht zahlen kann? Tja, die Baupläne für das Rasthaus sind ja schon fertig. Das dürfte Ihnen sein Architekt wohl erzählt haben. Zabkes Architekt? Den kenne ich ja gar nicht. Ja, Sie waren doch neulich mit ihm zusammen in der Goldenen Traube. Herr Klinger? Ja. Wissen Sie das genau? Ganz genau. Monika! Du willst mir nicht guten Tag sagen? Du hast mich gelogen. Von Anfang an. Ach so. Monika, ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt, aber gelogen habe ich nicht. Hast du nicht im Auftrag von Herrn Zapke gehandelt? Doch, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Wenigstens da streitest du mich an. Ich streite überhaupt nichts, aber ich weiß, dass alles gegen mich spricht. Wie konntest du nur herkommen, um mich hereinzulegen? Ja, ich habe mich dann in dich verliebt. Und dann hast du Zapke den Rat gegeben, die Hypotheken aufzukaufen. Wie kommst du auf sowas? Na ja, ich gebe zu, damals hätte ich dir gleich sagen müssen, dass ich für Zapke arbeite. Stattdessen hast du weiter mein Vertrauen missbraucht und das ist wohl das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann. Monika, ich begreife dich natürlich, aber darf ich denn gar nichts zu meiner Verteidigung sagen? Nein, interessiert mich nicht mehr. Ich würde dir sowieso kein Wort glauben. Ja, soll das heißen, dass... Genau das. Schluss, aus, erledigt. Jetzt lass mich bitte allein. Sie ließ mich einfach nicht zu Wort kommen. Ich hatte bei Zapke doch schon längst gekündigt. Man muss mit ihr reden, wenn sie ruhiger geworden ist. Ich glaube, jetzt hat das gar keinen Sinn. Ach, bitte rufen Sie mich an. Vielleicht braucht sie mich. Grüß Gott, danke, Frau Krögelmann. So, Hänschen, jetzt machen wir uns wieder mal einen ruhigen, gemütlichen Abend. Was? Herein. Du? Ja, Josephine, was willst denn du hier bei mir? Wollt nur einmal nach dir sehen, Matthias, wie es dir geht, was du so machst. Habt ihr auch was mitgebracht gegen Rheumatis? Nimm's gleich um, bitte, ja? Wird dir gut tun, so. Und hier, da habe ich etwas, das kriegst du in keiner Apotheke. Mein Hausmittel gegen Managerkrankheit, Krampfadern und verminderte Sehkraft. Hebt das Selbstvertrauen, bekämpft lästigen Juckreiz, Haarausfall und Masern. Josephine, ich frage dich in aller Ruhe. Was hat denn das alles zu bedeuten? Matthias, du musst auf deine Gesundheit aufpassen. Bitte tu's mir zuliebe. Schau, dies Häuserl ist doch nichts für dich. Die Wände sind feucht, die Fenster und Türen schließen nicht. Da muss sich ja ein Mensch den Tod holen. Josephine, verzeih, aber ich bin kerngesund. Weißt was? Zieh doch zu mir in die goldene Traube. Kriegst ein schönes Zimmer mit voller Verpflegung und alles umsonst. Aber Josephine... in unserem Alter. Matthias, wirst doch nicht glauben. Sie ist doch alles nur wegen deiner Gesundheit. Bitte, Josephine, nimm zur Kenntnis. Ich habe keinen Juckreiz, ich habe keine Masern. Das verstehst du nicht. Du bist unterernährt. Wirst schon sehen, wie ich für dich sorge. Das ist ja entsetzlich. Sagen Sie, wie kommen Sie denn dazu? Auftrag von Frau Krögelmann. Ja. Sagen Sie bitte... Alte Liebe rostet nicht. Jetzt habe ich es aber satt. Jetzt gehe ich zu ihr hin und sage ihr... Wieder nichts. Alles hat man dafür geopfert und nichts. Monika, sie wird schon kommen. Ja, aber zu spät. Ich werde zu Vogt gehen. Zur Konkurrenz? Er wollte immer schon die Zuchtergebnisse der Wunderrose kaufen. Ich gebe sie ihm. Alleine schaffen wir es doch nicht mehr. In ein paar Tagen dreht uns der Zapke sowieso den Hals zu. Monika, bitte, wart noch einen Tag oder 2 Tage. Bitte, wart noch bis übermorgen, bitte. Monika. Das hat doch keinen Zweck mehr. So mutlos habe ich dich überhaupt noch nie gesehen. Sei mal ehrlich, ist da wirklich nur die Wunderrose... Schuld? Du weißt, ich habe große Sorgen. Monika, ist da nicht auch eine unnötige mit dabei? Wie meinst du das? Du tust Herrn Klinger Unrecht. Es ist alles nicht so, wie du denkst. Er hat es doch selber zugegeben. Schau, Monika, du hast ihn ja nicht zu Wort kommen lassen. Er wollte dir doch sagen, dass er längst bei Zapke gekündigt hat. Er hatte schon gekündigt. Ja, Klinger? Ach, Herr Hanke, ja, was gibt's denn? Ich muss mich kurz fassen. Die Monika darf ja nicht wissen, dass ich sie anrufe. Ihr letzter Versuch ist wieder fehlgeschlagen und sie hat jetzt schon allen Mut verloren. Bitte, Herr Klinger, der Karl, ja, Sie kennen ihn ja, das ist, mein Neffe hat jetzt eine Stellung in der Stadt. Und da wollte ich Sie bitten, dass Sie ihm sagen, dass er zu uns heraus... Ja, Sie können sich auf mich verlassen. Wiedersehen. Wie haben Sie denn meine Adresse gefunden? Na, ganz einfach. Einwohnermeldeamt. 20 Liter. Guten Tag, die Herren. Ich glaube, das gibt ein Wetterchen. Das Radio hat eben eine Sturmmeldung durchgegeben. Sturmmeldung? Ja. Na, hoffentlich passiert in Rosenfeldern nichts. Na, kommen Sie, beeilen wir uns. Hoffentlich gibt es nicht zu viel Schaden. Das Treibhaus! Meine Rosen! Monika! Sei vorsichtig, bitte, Monika! Sei vorsichtig! Der Bauer das Dach durchschlagen. Ja! Hier ein Brett! Und eine Säge! Die Plane bist du bald fertig. Ja, schmeiß sie rauf. Gut. Schnell rein! Danke. Ich glaube, es hat schon nachgelassen. Danke. Mein Schatz wohnt im Städtchen und ist ganz allein. Drum braucht er ein Mädchen, um glücklich zu sein. Badadam, 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 badadam. Aber nein, verstehen Sie doch, hören Sie doch, was ich sage. Ich kriege noch andere Hälfte von meinem Geld. Versprochen ist versprochen, bitteschön. Kann nichts dafür, der ist schiefgegangen. Von mir bekommen Sie nichts, nichts bekommen Sie. Das bitte Sie werden hinaus. Bereuen. Bitte hinaus. Bitte hinaus, Prestissimo, ja? Mistamsel. Oh, da ist sie ja, das entzückende Fräulein Berti. Oh, Venus, wie die Göttin der Liebe sieht sie aus. Sie. Darf ich mir gestatten? Dankeschön. Ach, Sie sehen aus wie der junge Frühling. Finden Sie wirklich? Ja, ist die Frau Mama in der Nähe? Wollen Sie noch immer unsere Bilanz überprüfen? Nein, nein. Wollte Sie bitten, uns zu erlauben, heute Abend gemeinsam spazieren zu fahren. Oh, heute kann ich leider nicht. Ich muss in die Stadt. Was? Stadt? Weißt du schon das Neueste? Der Karl ist wieder hier, in der Gärtnerei. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Seit gestern. Verzeihung. Bitte. Ich hab's mir überlegt. Ich möchte doch ganz gerne heute mit Ihnen spazieren fahren. Och, ich bin entzückt. Ich bin beglückt. Wohin darf ich Sie zuerst fahren? Zur Gärtnerei Lohmeier. Monika! Fred! Was du für mich getan hast, werde ich dir nicht vergessen, aber es ist zu spät. Zapke verlangt innerhalb einer Woche die rückständigen Zinsen. Ich fahre heute Nachmittag zum Kollegen Vogt. Vielleicht kann der mir helfen. Ich fahre dich natürlich hin. Es ist nett von dir, aber ich möchte erst einmal allein mit ihm sprechen. Aber... Guten Tag, störe ich? Ist Karl da? Ja, eben war er noch im Treibhaus. Da drüben ist er ja. Oh je. Schuff! Was soll das? Frag ich dich. Ja, entschuldige, ich wollte eigentlich schon zu euch rüberkommen, aber ich... Du arbeitest also wieder hier? Ja, nicht nur ich, die anderen werden auch wiederkommen, wir können das nicht alles hier im Stich lassen. Ach was, aber mich schon. Aber Berti... Wenn du hier in diesem Bruchladen weiterarbeitest, wo du keinen Pfennig verdienst, dann... Du Bruchladen, das will ich nicht nochmal hören. Jetzt werde ich dir mal was sagen. Jetzt fahre ich mit Herrn Hossfeld weit weg. Sitzt draußen im Wagen und wartet auf mich. Ich brauche nur mit dem kleinen Finger zu winken, dann... Dann hat Frau Krögelmann ihren Schwiegersohn. Jawohl! Was? Au! Das nächste Mal lässt du die Jalousie nicht so tief herunter. Ha. Schönen Gruß an Herrn Hossfeld. Hallo. Bitte. Einzusteigen. Bitte. Vorsichtig. Andere Hälfte vom Geld, bitte schön. Eine Hälfte nützt Ihnen doch nichts. Doch, auf meiner Hälfte ist die Nummer. Du sollst verflucht sein bis ans Ende deiner Tage. Wirkt sich zusammenziehen, großes Donnerwetter über deinem Haupte. Noch heute. Na. Können Sie mir sagen, wo ist der Hanke? Ich habe ihm zu sagen, große Neuigkeit über Frau Krögelmann. Natürlich kann ich Ihnen sagen, der Hanke ist in seine kleine Häuschen. Ich bin gespannt, was die ihm zu erzählen hat. Ja, die Wahrheit. Augenblick. Ach, so möchte ich mit Ihnen in die weite Welt fahren. Ja, ich auch, aber ich habe Filzhorn sehr gern. Na, was ist? Fahren wir nun in die weite Welt oder nicht? Ich mag Filzhorn nämlich überhaupt nicht mehr. Ich weiß auch genau, warum Ihnen Filzhorn missfällt. Weil Ihnen der Mann fehlt, der Sie versteht. Oh. Und ich glaube, ich wäre der Mann, der Sie versteht. Ja, Moment bitte. Oh! Das ist nun schon das dritte Mal, dass Sie unseren Firmenwagen für Privatfahrten mit Damen missbrauchen. Sie werden als Reklamefahrer der Superweiß Waschpulver AG bezahlt. Bringen Sie das Fahrzeug sofort wieder in den dafür vorgesehenen Zustand. Ja. Entschuldigung. Superweiß Waschpulver. Oh! So ein Schuff. Auch ein Schuff. Mutter, wie siehst du denn aus? Warum kommst du denn allein zurück? Ist irgendetwas mit dem Wagen passiert? Schöner Wagen. Das war gar kein Wagen, kein richtiger Wagen. Und wo ist Herr Hossfeld? Auf Fahrt, auf großer Reklamefahrt. Der hat uns schön auf den Arm genommen, der Herr Reklamefahrer für Superweiß Waschpulver. Ein Waschpulverfritze. Ja. Und der Kerl kennt unsere Bilanz, wo ich doch so ein bisschen... Na, ich werde eine schöne Steuerfahndung bekommen. Nach mir fragst du überhaupt nicht. Ganz genau, dass ich mit ihm gefahren bin, wenn er mich jetzt sitzen lässt. Eine Steuerfahndung, das überlebe ich nicht. Wenn er mich sitzen lässt, gehe ich ins Wasser. Sind Sie gekommen, um Ihre Geheimnisse zu verraten? Herr Vogt, Sie haben mich neulich gefragt, wie ich meine Wunderrose gekreuzt habe. Ich möchte Ihnen den Vorschlag machen, mir meine Versuche abzukaufen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Doch. Ich brauche Geld. Es ist für Sie kein Risiko. Die Wunderrose wird blühen. Es ist nur eine Frage der Zeit und ich habe keine Zeit. Haben Sie sich das auch gut überlegt? In Ihren Versuchen steckt schließlich die Arbeit vieler Jahre. Sie war nicht umsonst, wenn ich mir damit meinen Betrieb erhalten kann. Die zweifarbige Wunderrose wird nicht mein letzter Züchtungsversuch sein. Tja, für meinen kleinen Betrieb ist das sehr viel Geld. Wenn natürlich die Wunderrose einschlägt... Dann wird sie Ihnen erheblich mehr einbringen, als ich jetzt von Ihnen brauche. Ich muss mir die Sache in Ruhe überlegen. Nein, bitte, entscheiden Sie sich jetzt. Gut, einverstanden. Ihr Wort gilt? Es gilt. Ich danke Ihnen. Guten Tag. Frau Krögelmann? Sind Sie stumm geworden? Ach, Karl. Bitte für Sie nur noch Herr Hanke, ja? Bitte sehr. Es ist wegen der Berti. Und ehe du es, sie es von jemandem anderen erfährst, Herr Hanke, der Herr war gar kein Herr. Ein Hochstapler ist der Mensch. Vertreter von Seifenpulver und der schöne weiße Wagen. Gehört nicht ihm. Das geht mir runter wie Öl, Frau Krögelmann, wie Öl. Wenn du das die Berti entgelten lässt, die geht ins Wasser. Bitte wo? Der Dorfteich ist nämlich zurzeit ausgetrocknet. Oh, Karl, Kerlchen. Hochmut kommt vor den Fall, Frau Krögelmann. Sowas nennt man ausgleichende Gerechtigkeit. Nun sehen Sie mal zu, wie Sie Ihre Tochter an Mann bringen. Ich hab's gewusst. Ihr habt kein Herz. Du nicht und dein Onkel auch nicht. Meine arme Berti. Und ich bin schuld, wenn sie... Oh. Mein Blick in die Zukunft hat mich verlassen. Mensch, das ist ja die Idee. Onkel Matthias! Onkel Matthias! Onkel Matthias! Komm, wir müssen zur Krögelmann. Wieso wir? Sie ist Wachs in meinen Händen wegen Berti und nach dem, was die Zigeunerin dir erzählt hat, kannst du jetzt auch alles bei ihr erreichen. Komm, trink erst mal ein. Du weißt, ich vertrage keinen Alkohol, besonders nicht vor Sonnenuntergang. Ach was, das muss sein, komm. Hey, nicht zu viel, lass mir auch noch was drin. Das ist ja ein Wunder. Die Wunderrose. Ja, Onkel Hanke! Karl! Ja, wo steckt ihr denn? Frau Krögelmann! Frau Krögelmann, schnell! Dem Onkel ist was passiert. Ja, um alles in der Welt. Was ist denn? Was hat er denn? Ja, einen Anfall. Einen Anfall? Ja. Das Herz. Das Herz. Stöhn doch. Warum? Nein, das geht nicht. Da hilft nur echter französischer Cognac. Das ist doch immerhin ja, französischer. Ich trinke anderen auch. Aber was? Französischer ist teurer. Ist teurer. Ah, ist gut? Ist ah, gut. Ja, französischen. Da, trink, mein Lieber, trink. Das wird dir gut tun. Trink doch. Ich glaube, ich sterbe. Nein! Doch, doch, sowas ist sehr gefährlich. Ja. Nicht sterben. Bitte nicht sterben. Du weißt gar nicht, wie mich das trifft. 1, 2, halb drei, 3, 4, 5. Karl. Karl, bleib brav. Ja. Ja. Sie sind schuld. Wieso? Sie ganz allein. Mein armer Onkel. Ja, aber ich habe ihm doch immer nur Gutes erwiesen. Sie haben die Hypothek verkauft und Monika ruiniert. Ah. Ja. War ja schließlich auch sein Lebenswerk. Das habe ich doch gar nicht gewollt. Natürlich helfe ich der Monika. Ja, das ist aber eine beträchtliche Summe. Wie hoch denn? Noch höher. Wer meiner Monika hilft, hilft auch mir. Ich will ja helfen. Ich will... Jetzt brauche ich nur noch eines. Was denn, mein Lieber, was denn? Gib's uns schriftlich. Ja, hier ist Fred Klinger. Könnte ich bitte Herrn Vogt sprechen? Danke. Herr Vogt? Ja, hier ist Klinger. Ach, bitte, kann ich Frau Lohmeier bei Ihnen erreichen? Mir wurde Ihre Nummer angegeben. Ach, die ist schon weggegangen. Hören Sie, Herr Vogt, die Rosen. Ich kann keine mehr sehen. So, du markierst also die Kranke. Heul nicht! Sowieso schon zu spät. Ich bin nur gekommen, um dir zu sagen, um dir nach all dem, was du dir in der letzten Zeit geleistet hast, zu sagen, dass ich dich nie mehr allein lasse. Wir heiraten. Wir heiraten? Karl! Kerlchen! 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 Wart doch mal! Hast du heiraten gesagt? Ja. Oh. Hast du es nicht gehört? Nein. Aber vielleicht ziehst du dich erst um. Warum? Ja, ja, aber beeil dich! Bitte sehr. Gute Fahrt. Wiedersehen. Nicht mein Trinkgeld. Der Zapke hat uns schön reingelegt. Als Lockvögel missbraucht er uns. Die Sirene in der Tankstelle. Aber ohne mich. Darf ich vorstellen? Miss Öl und Miss Benzin. Ich heiße Liese. Und ich Lotte. Lieselotte? Sie sehen aus wie Zwillinge. Wie kommt das? Ja, wissen Sie, wir sind Zwillinge. Oh. Sie wären die geborenen Tänzerinnen. Wir sind eigentlich Tänzerinnen. Tänzerinnen? Ja. Aber hier sind wir etwas anderes. Wir sind Empfangsstelle. Von einer Tankstelle, wir füllen Benzin ein, wir beiden Geschwister, und pumpen die Luft nach und schleppen Kanister. Wir waschen und wischen und reiben die Wagen und auch ihre Scheiben. Und wenn es auch manchmal nur wäre, so küssen wir dann die Chauffeure. Oh, die Beine, Lieselotte, 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 hat sonst keine. Lieselotte, 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 als nur eine. Lieselotte, 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 du alleine. Lieselotte, 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 oh, ihr tanzt geschwind heut, ihr tanzt wieder Wind heut, ihr tanzt euch ins Herz hinein. Macht doch einen Blitz heut, tanzt doch wieder Blitz heut, also bitte Tempo, 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 oh, die Beine, Beine hat so keine. Lieselotte, 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 als nur eine, du nur ganz alleine. Lieselotte, Lieselotte, Lieselotte. Achtung Kinder, hört mir zu! Ihr gehört ins Atelier, gleich zum Film als Star. Ihr habt Formen, USW, alles wunderbar. Mädels, sagt, was macht ihr da? Ihr seid attraktiv. Ihr gehört nach USA, fort mit euch aufs Schiff. Oh, die Beine. Lieselotte, 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 hat sonst keine. Lieselotte, 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 als nur eine. Lieselotte, 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 du alleine. Lieselotte, 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 oh, ihr tanzt geschwind heut, ihr tanzt wie der Wind heut, ihr tanzt euch ins Herz hinein. Macht doch einen Witz heut, tanzt doch wieder Blitz heut, also bitte Tempo, 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 oh, die Beine, Beine hat sonst keine. Lieselotte, 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 als nur eine, du nur ganz alleine. Lieselotte, Lieselotte, Lieselotte. Wenn Sie nichts dagegen haben, nehmen wir Sie gleich mit auf unsere Amerika-Tournee. Hier geblieben sein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was denn? Ihr könnt doch nicht einfach so abhauen. Sind Sie der Chef? Ja. Warum? Warum Sie komischer Vogel? Tanken wollen wir. Ja. Sofort. Was fällt Ihnen ein? Benzin in den Kühler? Das ist doch kein Benzin. Das ist super. Aral. Monika. Ein Wunder. Sie blüht. Was blüht? Monika, ich freue mich so für dich. Deine Wunderrose. Sie blüht. Ja, aber... Das gibt's doch gar nicht. Nein, natürlich, Monika, sie blüht wirklich. Ja. Komm. Sie blüht. Oh, sie blüht. Oh, sie blüht, ja, meine Rose. Aber doch nicht wahr. Oh, komm, ist doch alles gut. Sie gehört mir doch nicht mehr. Einmalig. Wirklich einmalig. Tja, da kann ich nur noch von Herzen gratulieren. Wie kommen Sie denn hierher? Herr Klinger hat mich gebeten, hierher zu kommen. Er wollte Sie sprechen, Fräulein Lohmeier, aber Sie waren schon weg. Tja, und dann hat er mir gesagt, dass die Rose heute aufgeblüht ist und mir ihre Situation erklärt. Ich werde in diesem Falle von unserer Abmachung zurücktreten. Bitte, Fräulein Lohmeier, es ist Ihre Rose. Oh, danke, Herr Vogt, danke. Fredu, danke. Oh, danke, Fred. Ich bin so glücklich. Herr Vogt, ja? Ich habe nie gewusst, dass Sie ein so anständiger Mensch sind. Was? Wirklich? Meine Damen und Herren, ich bitte, Ihre Plätze einzunehmen. Fräulein Lohmeier, Hut ab vor Ihnen. Sie sind ja noch zäher als Zapke und der will was heißen. Donnerwetter. In der Wucht. Da kann Zapke nur noch verduften. Meine sehr verehrten Herrschaften, nachdem Sie sich nun von der Schönheit der hier ausgestellten Rosen überzeugt haben, kommen wir nun zur Preisverteilung. Den ersten Preis für die schönste Neuschöpfung erhält die Wunderrose der Züchterin Monika Lohmeier. Ich freue mich für Sie, Fräulein Lohmeier. Liebe Josephine, Rosen, der Blick in die Vergangenheit. Mein Blick in die Zukunft hat mir gesagt, dass wir die Vergangenheit doch hätten zusammen verbringen sollen. Jetzt heirate ich dich. Liebe Josephine, wie Gott will, ich halt still. Kerlchen, kannst du mir auch treu sein? Na, ich werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Den zweiten Preis erhält die Fashion-Rose des Züchters Josef Starke. Oh. Den dritten Preis der Züchter Friedrich Vogt für seine Corona. Zum Abschluss unseres alljährlichen Rosenfestes und als Höhepunkt des heutigen Tages haben wir für Sie noch eine besondere Überraschung. darf Ihnen auch für die Zukunft alles Gute wünschen, was? Haben Sie Pläne von der Trasthaus noch? Ja, natürlich. Ich habe nämlich einen neuen Auftrag für Sie. Ein anderes Grundstück. Ich sage Ihnen sowas von Lage, einfach paradiesisch. Eine Wucht zeigt Ihnen. Allerdings hat die Sache einen kleinen Haken. Auf dem Grundstück ist zunächst noch eine Hühnerfarm. Vielen Dank, Herr Zapke. Ich habe was Besseres vor. Naja, ich verstehe schon. Mit Rosen fängt die Liebe an. Was kann der Siegesmund dafür, dass er so schön ist? Was kann der Siegesmund dafür, dass man ihn liebt? Und wenn bei diesem Mann die Schönheit ein Versehen ist, was kann denn er dafür? Mein Fest! Trotzdem, man kann doch das eine tun und muss dabei das andere nicht lassen. Ich habe eine Verabredung mit Fräulein Tochter. Kleine Autotour. Und versprochen ist versprochen. Das ist aber eine gute Idee. Ja. Herr Rosfeld, nehmen Sie sich doch der kleinen Bertin ein bisschen an. Naja, ich werde sehen, was ich machen kann. Die ist ja nackelig. Entschuldigung. Oh. Herr Rosfeld, Sie sind mir ganz ein Schlimmer. Ist denn das nicht schlimm? Naja, man hat ja schließlich Verständnis. Bitte darum, ja? Trotzdem, mir scheint... Sie sollten heiraten. Ja. Los, beeilt euch, die Frau Krögelmann wartet schon. Wirst noch früh genug zu deiner Berti kommen. Na ja, komm, mach schon, hey. Hallo. Grüß Gott. Tag. Kann ich bitte Frau Lohmeier sprechen? Ja, die Chefin ist im Haus. Komm, führ den Herrn zum Pavillon. Danke. Bitte. Dass dir nicht die Augen rausfallen. Ein Herr wartet dort auf Sie. Guten Tag, Fräulein Lohmeier. Herr Klinger, schön, dass Sie mich nicht vergessen haben. Aber ich bitte Sie. Setzen wir uns doch. Danke. Nun, hat es mit dem Auftrag geklappt? Ja und nein. Noch ist nichts endgültig. Aber ich kenne das Projekt jetzt so weit, dass ich mich wegen der Rosen informieren muss. Wunderbar. Welche Beschaffenheit hat denn Ihr Boden? Ja, das ist, wissen Sie, Humus. Wissen Sie, so richtige Gartenerde. Ach, er war schon bebaut. Nein, da stehen ein paar Fichten, stehen da drauf. Ja. Humus, wenn dort nur Fichten stehen? Ja, das wird alles noch gemacht. Ich sehe mir das Grundstück am besten selber an. Ja, die Sache hat nämlich einen Haken. Ich kenne das Grundstück immer noch nicht. Ich war nur hier in der Nähe und da wollte ich Sie gerne wiedersehen. Und mich gleichzeitig wegen der Rosen informieren. Böse? Nein. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Rosenfelder. Und das Treibhaus. Mit Rosen fängt die Liebe an. Sie fragen, liebst du mich? Tausendmal liebst du mich. Das ist die Spartan, eine Floribunda, eine der besten Rosenzüchtungen der Welt. Was für eine Menge Blüten. Bis zu 10 Stück an einem Stiel. Und wie heißt die da? Brennende Liebe. Wie sympathisch. Ist sie nicht schön? Wunderschön. Und dort, das sind neue Setzlinge, die blühen erst im nächsten Jahr. Setzlinge? Ja, man kann eine neu gezüchtete Rose... Hast du heiraten gesagt? Ja. Oh. Hast du es nicht gehört? Nein. Aber vielleicht siehst du dich erst um. Warum? Ja, ja, aber beeil dich! Bitte sehr. Gute Fahrt. Wiedersehen. Nicht mein Trinkgeld. Der Zapke hat uns schön reingelegt. Als Lockvögel missbraucht er uns. Die Sirenen der Tankstelle. Aber ohne mich. Guten Tag. Voll tanken? Darf ich vorstellen? Miss Öl und Miss Benzin. Ich heiße Liese. Und ich Lotte. Lieselotte? Sie sehen aus wie Zwillinge. Wie kommt das? Ja, wissen Sie, wir sind Zwillinge. Oh. Sie wären die geborenen Tänzerinnen. Wir sind eigentlich Tänzerinnen. Tänzerinnen? Ja. Aber hier sind wir etwas anderes. Wir sind Empfangsstelle von einer Tankstelle, wir füllen Benzin ein, wir beiden Geschwister, und pumpen die Luft nach und schleppen Kanister. Wir waschen und wischen und reiben die Wagen und auch ihre Scheiben. Und wenn es auch manchmal nur wäre, so küssen wir dann die Chauffeure. Oh, die Beine, Lieselotte, 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 hat sonst keine. Lieselotte, 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 als nur eine. Lieselotte, 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 du alleine. Lieselotte, 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 oh, ihr tanzt geschwind heut, ihr tanzt wieder Wind heut, ihr tanzt euch ins Herz hinein. Macht doch einen Witz heut, tanzt doch wieder Blitz heut, also bitte Tempo, 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 oh, die Beine hat so keine. Lieselotte, 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 als nur eine, du nur ganz alleine. Lieselotte, Lieselotte, Lieselotte. Achtung Kinder, hört mir zu! Ihr gehört ins Atelier, gleich zum Film als Star. Ihr habt Formen, USW, alles wunderbar. Mädels, sagt, was macht ihr da? Ihr seid attraktiv. Ihr gehört nach USA, fort mit euch aufs Schiff. Oh, die Beine, Lieselotte, 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 hat sonst keine. Lieselotte, 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 als nur eine. Lieselotte, 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 du alleine. Lieselotte, 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 oh, ihr tanzt geschwind heut, ihr tanzt wie der Wind heut, ihr tanzt euch ins Herz hinein. Macht doch einen Witz heut, tanzt doch wieder Blitz heut. Was richtig wäre. Rasthaus? Ich dachte, Sie hätten Tankstellen. Hab ich auch, hab ich auch. So ja, ein rundes Dutzend. Und weil ich ein Menschenfreund bin, sollen in Zukunft nicht nur die Autos bei mir tanken, sondern auch die Fahrer, verstehen Sie? Aha. Sagen Sie mal, Frau Krögelmann, Sie haben doch 2 Hypotheken auf dem Lohmeierschen Grundstück. Ja, habe ich, ja, ja. Sagen Sie, hat denn das Mädchen die Zinsen immer pünktlich bezahlt? Hat sie, doch, doch, bis zum vorigen Jahr. So, und jetzt ist sie im Rückstand. Ich habe die Zinsen gestundet. So nötig brauche ich das Geld gar nicht. Moment, Moment. Frau Krögelmann, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Verkaufen Sie mir die Hypotheken. Damit Sie mir mit Ihrem Rasthaus eine Konkurrenz vor die Nase setzen. Nein, herzhaft, genau. Die Hypothek kriegen Sie nicht. Herr Sackte! Am Apparat! Wenn Sie mal wieder einen Wagenpfleger brauchen, kommen Sie sofort. Den Wagenpfleger? Nicht doch, Fräulein Berti. Ja. So eine süße, nette, kleine Krabbe wie Sie kann doch ganz andere Ansprüche stellen. Trotzdem, Postkarte genügt. Monika, die Verbandstagung ist schon nächste Woche. Hm? Macht's uns aber schwer, unsere Wunderhose. Da müssten wir sie ja für die Rosenschau anmelden. Monika, ich glaube, du solltest das Angebot von diesem Zapke doch annehmen. Du gibst mir diesen Rat, Onkel Hanke. Schau, Monika. Sie wird rot aufblühen. Und dann wird sie die Farbe wechseln, sie wird so gelb werden wie die Gloria D. Und dann wird sie wieder rot verblühen. Glaubst du denn nicht mehr daran? Natürlich glaube ich. Natürlich wird sie kommen, Monika, aber wann? Monika, du könntest es dir viel leichter machen. Nein, ich verkaufe nicht. Wir müssen auf alle Fälle einen Platz reservieren lassen für die Ausstellung. Sie muss ja kommen. Ich fahre zur Tagung in die Stadt. Die ganze Arbeit umsonst. Wie soll ich bauen ohne Grundstück? Mein erster Großauftrag. Da wartet man und endlich hat man eine Chance und wieder nichts. Erzählen Sie das mal der Rosenjungfer. Ich glaube, Herr Zapke, das ist doch nur eine Frage der Verhandlung. Ich sehe nämlich gar nicht ein, warum mein erster Großauftrag an einem weiblichen Dickschädel scheitern soll. Eben. Wie ist denn die Person? Blutjung und Gemüse, na und bildhübsch. Na, dann wär's doch gar nicht mal ein Opfer. Nehmen wir mal an, ich würde dieses Fräulein Lohmeier irgendwo kennenlernen. Na, ganz privat natürlich. Und nehmen wir weiter an, sie würde sich in mich verlieben. Ob man dann mit ihr reden könnte? Mensch, Klinger, Goldjunge. Das ist ja die Masche! Naja, schön finde ich es ja nicht so. Aus Berechnung. Bisher war es für mich immer ein Vergnügen. Oh, Sie tun dem Mädchen doch direkt einen Gefallen. Ich weiß doch schon eine prima Gelegenheit, wo sich das arrangieren lässt. Moin ist ja sowieso eine Verbandstagung hier in unserer Stadt. Und da machen sie das. Du sagst, Frau Krögelmann, Sie werden den Mann, der als erster zur Tür hereinkommt, um einen Tag überleben. Klar? Und selbiges Mann bist du? Erraten. Ah, du willst heiraten, Frau Krögelmann. Natürlich. Das heißt, nein, die Tochter, die Berti. Ach so, die Tochter, na ja, auch schön. Sehr schön. Kann mich also auf dich verlassen? Auf Wiedersehen. 100er, bitteschön. Ist er nicht ein bisschen teuer? Zu teuer? Hm? Für die Zukunft ist nichts zu teuer. Naja, also auch wieder recht. Also bitteschön, hier wäre die Hälfte als Anzahlung. Rest folgt bei Lieferung. Einverstanden? Einverstanden. Aber wie werden Sie wissen, wann Sie kommen müssen zu Frau Wirtin? Das habe ich ganz vergessen. Nach der Prophezeiung kommst du ans Fenster, gibst mir ein kleines unauffälliges Zeichen, ungefähr so. Ich warte draußen und komme. Was hat er gewollt? Na, was ist? Vor allen Dingen immer schön aufpassen, dass kein Wasser in den Tank kommt. Sonst ist es Essig mit dem Weiterfahren. Ja, ich passe schon auf. So, jetzt ist sie aber blitzeblank. Stimmt. Da kriegt man direkt Gefühle. Gefühle für die Sauberkeit, meine ich. Und Moral. Aral. Sag mal, Kinder, wie gefällt es euch denn bei Zapke? Naja, soweit ganz gut. Aber Sie wollten uns doch auf die Bühne stellen. Auf die Hebebühne. Was Zapke verspricht, ein Helder auch. Aber erst die Kundschaft. Bedienung. Ja, ich komm. Was soll ich denn bringen? Onkel Hanke? Du, Berti, ist deine Mutter da? Ich muss dringend mit ihr reden. Rosen? Hm, geschäftlich. Ach so. Soll ich sie holen? Ich glaube, sie ist im Wohnzimmer. Heute, ich kann Ihnen sagen, etwas ganz Besonderes. Ja? Oh, bitte, bitte. Es hat den Geistern gefallen, ihr Leben zu verknüpfen mit dem eines Freiers, der sich nähert ihrem Hause. Vielleicht Sie werden leben noch 10 Jahre, vielleicht auch noch 50. Aber eins ist Ihnen gewiss. Sie werden diesen Freier überleben, nur einen einzigen Tag. Oh, und wer bitte ist dieser Freier? Der Freier ist derjenige, welcher wir treten als Nächster ins Zimmer über diese Schwelle. Der wäre was für mich. Wer? Der Dicke? Nee, der Wagen. Na, ihr zwei Hübschen, seit wann gibt's denn euch hier? Seit heute. Na, da komme ich ja gerade richtig. Mein Name ist Zapke. Wo ist denn eure Chefin? Momentchen, wir holen sie. Frau Krögelmann, Kundschaft! Herr Zapke! Schnell, verschwinde aus dem Fenster, schnell! Was steht ihr da herum? Wein kaltstellen, vom Besten. Los, los! Also bis heute Abend. Wiedersehen, Kerlchen. Wiedersehen, Wieselchen. Ah! Oh. Wo kommst du denn her? Von der Herzdame aus dem großen Haus über den kurzen Weg. Du Bürschchen, na warte, wir sprechen uns noch. Ja, das wollte ich ja schon die ganze Zeit, Schwiegermutter. Was, Schwiegermutter? Nie, nie! Doch, in den Sternen steht's geschrieben. In meinen aber nicht. Du warte, ich werde dir schon helfen. Ja, das wäre aber nett von Ihnen. Auf Wiedersehen, Frau Krögelmann. Hä? Nein, bitte. Ich werde dir schon beibringen. Ah, bitteschön, der Herr, bitte, ein halber war. Sehr gut, hat's aber geschmeckt? So wieder will. Na, nun zeigt mal, was er bei Muttern gelernt hat. Ach, der liebe Herr Zapke, wie schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Mach mal Platz, Kleine. Schönen guten Tag, Frau Wirtin. Donnerwetter, Sie werden ja jeden Tag jünger. Ja, das kommt von dem vielen Ärger. Oh. Als mir heute Morgen eine schwarze Katze über den Weg lief, da habe ich gleich gewusst. Der am Nachmittag Zapke kommt. Aber Herr Zapke, schwarze Katze über den Weg bedeutet doch Ärger. Hm? Und Ihr Besuch ist mir immer eine reine Freude. So? Na, die Freude werden Sie in Zukunft noch öfter haben. Und jetzt werde ich Ihnen was verraten. Hm? Ich habe einen Riesendurst. Das hört man gerne. Sie haben ja schon wieder einen neuen Wagen, Herr Zapke. Der rote war doch so schick. Ja, ich habe verschiedene Leidenschaften. Eine davon sind Autos. Na, nun macht mal keinen Kratz auf den Lack, ja? Wir passen schon auf. Sauber arbeiten, Kinder, ja? Das ist doch was Schönes um die goldene Jugend, was? Kinder, das wäre mein Traum. Was? Der Herr Zapke? Nee, den überlasse ich euch. Vielleicht entdeckt er uns. Und wenn wir ihn uns teilen, ist er ja nur halb so schlimm. Ich habe verschiedene Leidenschaften. Ich habe nur eine. Ja, die haben wir vorhin gesehen. Karl ist meine Liebe, aber meine Leidenschaft wäre nun mein Auto. Ich verstehe die Person nicht. Statt froh zu sein, dass einer kommt, der die blanken Tausend auf den Tisch so hinblättert, verstehe ich nicht. Mit einem Schlag wäre so raus aus dem ganzen Schlamassel. Aber die Monika hängt halt an ihrem Besitz, schon wegen der Tradition. Tradition? Was ist hier Tradition? Die kannst du nicht auf die Stulle schmieren. Ihr Primel kann sie auch woanders züchten. Grund und Boden kann man heutzutage überall kaufen. Na, sagen Sie mal, Herr Zapke, warum kaufen Sie sich nicht einen anderen Grund? Warum? Ich kann Ihnen ganz genau erzählen, Frau Krögelmann. Weil dieser Platz für mein Rasthaus goldrichtig wäre. Komm her, erklär du das mal. Interessiert Sie denn das? Na doch, außerordentlich. Ich bin ganz gefesselt. Kommen Sie, dann zeige ich Ihnen meine Züchtungsversuche. Ach, herrlich. Aber das ist noch nicht die richtige Farbe. Mein Vater wollte schon immer eine Rose züchten, die rot aufblüht, dann ihre Farbe wechselt also. Vielleicht gelb wird und dann wieder rot verblüht. Ich habe die Versuche seit Jahren fortgesetzt, bisher ohne jeden Erfolg. Aber nach allen Berechnungen muss die Wunderrose in diesem Sommer zum ersten Mal blühen. Was ist sie? Ja, kann man das vorausberechnen? Es gehört schon ein bisschen Glück dazu. Na, wenn die Versuche dann fehlschlagen? Daran darf man gar nicht denken. Sie muss kommen, noch in diesem Jahr. Bitte schön, passen Sie an. So, jetzt ziehen Sie das langsam zu sich, ja? Oh, entschuldigen Sie. Verzeihung. Sie haben einen einmalig schönen Beruf. Aber warum denken Sie überhaupt nicht an sich selbst? Man könnte glauben, für Sie wäre die Welt hinter diesen Mauern zu Ende. Und dabei sind Sie so jung. Und so hübsch. Wenn die Rosenschau vorbei ist, wird vieles für mich leichter sein. Ich bin überzeugt, Sie werden Erfolg haben. Aber heute Abend in der Goldenen Traube lassen Sie einmal alle Sorgen hinter sich. Eigentlich wollte ich gar nicht hingehen. Oh, das wäre ja noch schöner. Punkt 8 hole ich Sie ab. Und wehe, wenn Sie nicht Ihre beste Laune mitbringen. Einverstanden. Und dass ihr euch anständig benehmt, heute an meinem Ehrentag. 25 Jahre lang habe ich hier auf Sauberkeit und Moral gesehen. Und so soll es auch die nächsten 25 Jahre bleiben. Aber ohne uns. Flinke Hände, ein freundliches Wort, ein höfliches Lächeln. Das ist alles, was man von einer Kellnerin verlangt. In einem anständigen Etablissement. Etablissement. So. Bitte? Oh, hier geht's nicht. Aha, Moment. Da geht's auch nicht. Oder Berti, wir sind eingemauert, gefangen, mitgefangen mit Schicksalsgewalt. Schauen Sie, zwei Menschen wie Sie und ich, ganz allein. Und dann dieses gewisse Etwas zwischen uns. Spüren Sie das nicht? Ganz wie Sie wünschen. Hast du die Berti schon gesehen? Nein. Aha. Warte, die Girlande. So. Ist das aber schön. Ja. Moment, die Rechnung. Toni, Rundstück. Mein erster Großauftrag. Da wartet man und endlich hat man eine Chance und wieder nichts. Erzählen Sie das mal der Rosenjungfer. Ich glaube, Herr Zapke, das ist auch nur eine Frage der Verhandlung. Ich sehe nämlich gar nicht ein, warum mein erster Großauftrag an einem weiblichen Dickschädel scheitern soll. Eben. Wie ist denn die Person? Blutjung und Gemüse, na und bildhübsch. Na, dann wär's doch gar nicht mal ein Opfer. Nehmen wir mal an, ich würde dieses Fräulein Lohmeier irgendwo kennenlernen. Na, ganz privat natürlich. Und nehmen wir weiter an, sie würde sich in mich verlieben. Ob man dann mit ihr reden könnte? Mensch, Klinger, Goldjunge, das ist ja die Masche. Naja, schön finde ich es ja nicht so, aus Berechnung. Bisher war es für mich immer ein Vergnügen. Oh, Sie tun dem Mädchen doch direkt einen Gefallen. Ich weiß schon eine prima Gelegenheit, wo sich das arrangieren lässt. Moin ist ja sowieso eine Verbandstagung hier in unserer Stadt. Und da machen Sie das so. Na, lassen Sie mal, Herr Zapke, das verstehe ich besser als Sie. Und damit, liebe Kollegen, werden die Vorbereitungen für unser Rosenfest abgeschlossen. Falls Fräulein Lohmeier ihre Wunderrose nicht mehr herausbringen kann, dann wäre die einzige Neuzüchtung des Jahres die Samtrose des Kollegen Wolfram. Noch eine Bemerkung? Dann danke ich Ihnen für heute und auf Wiedersehen bei unserer Rosenschau. Lieber Kollege Wolfram. Klinger. Verzeihung, Frau Lohmeier? Ja, bitte? Entschuldigen Sie, ich bin Architekt. Ich habe mir sagen lassen, Sie hätten besondere Erfahrung in der Anlage von Rosengärten. Ja, das stimmt. Ja, ich habe da von einem Industriellen einen Auftrag bekommen, einen Rosengarten anzulegen und offen gestanden, davon habe ich keine Ahnung. Und da soll ich Ihnen einen Rat geben? Aber nein, ich wollte Sie um Ihre Mitarbeit bitten. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie daran interessiert wären. Ja, aber da könnte ich ja die Pflanzen liefern. Ja, natürlich. Wie groß ist die Fläche? Ja, das Grundstück selbst habe ich noch gar nicht gesehen. So. Ja, aber ich schlage vor, dass wir die ganze Sache in Ruhe bei einer Tasse Kaffee besprechen. Ich habe leider keine Zeit. Oh. Das heißt, meinen Bus erreiche ich sowieso nicht mehr. Na gut, also gehen wir. Bedienung! Bedienung! Halt! Du gehst ins Haus! Bitte? Ja, erst mal ein Viertel. Bitte. Moment, Sie sagten doch neulich, wir sprechen uns später. Ja, wollen Sie nicht Platz nehmen im Sitzen, da redet sich's leichter. Was ich dir zu sagen habe, dazu brauche ich mich nicht erst zu setzen. Na gut, dann reden wir im Stehen. Schlag dir die Berti aus dem Kopf. Wir heiraten? Karl! Kerlchen! 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 Wart doch mal! Hast du heiraten gesagt? Ja. Oh. Hast du es nicht gehört? Nein. Aber vielleicht ziehst du dich erst um. Warum? Ja, aber beeil dich! Bitte sehr. Gute Fahrt. Wiedersehen. Nicht mein Trinkgeld. Der Zapke hat uns schön reingelegt. Als Lockvögel missbraucht er uns. Die Sirene in der Tankstelle. Aber ohne mich. Darf ich vorstellen, Miss Öl und Miss Benzin. Ich heiße Liese. Und ich Lotte. Lieselotte? Sie sehen aus wie Zwillinge. Wie kommt das? Ja, wissen Sie, wir sind Zwillinge. Oh. Sie wären die geborenen Tänzerinnen. Wir sind eigentlich Tänzerinnen. Tänzerinnen? Ja. Aber hier sind wir etwas anderes. Wir sind Empfangsstelle. Von einer Tankstelle, wir füllen Benzin ein, wir beiden Geschwister und pumpen die Luft nach und schleppen Kanister. Wir waschen und wischen und reiben die Wagen und auch ihre Scheiben. Und wenn es auch manchmal nur wäre, so küssen wir dann die Chauffeure. Oh, die Beine, Lieselotte, 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 hat sonst keine. Lieselotte, 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 als nur eine. Lieselotte, 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 du alleine. Lieselotte, 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 oh, ihr tanzt geschwind heut, ihr tanzt wie der Wind heut, ihr tanzt euch ins Herz hinein. Macht doch einen Witz heut, tanzt doch wieder Blitz heut, also bitte Tempo, 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 oh, die Beine, Beine hat so keine. Lieselotte, 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 als nur eine, du nur ganz alleine. Lieselotte, Lieselotte, Lieselotte. Achtung Kinder, hört mir zu! Ihr gehört ins Atelier, gleich zum Film als Star. Ihr habt Formen, USW, alles wunderbar. Mädels, sagt, was macht ihr da? Ihr seid attraktiv. Ihr gehört nach USA, fort mit euch aufs Schiff. Oh, die Beine, Lieselotte, 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 hat sonst keine. Lieselotte, 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 als nur eine. Lieselotte, Lieselotte, Lieselotte. Du. Verstehen Sie? Aha. Sagen Sie mal, Frau Krögelmann, Sie haben doch 2 Hypotheken auf dem Lohmeierschen Grundstück. Ja, habe ich, ja, ja. Sagen Sie, hat denn das Mädchen die Zinsen immer pünktlich bezahlt? Hat sie, doch, doch, bis zum vorigen Jahr. So, und jetzt ist sie im Rückstand. Ich habe die Zinsen gestundet. So nötig brauche ich das Geld gar nicht. Moment, Moment. Frau Krögelmann, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Verkaufen Sie mir die Hypotheken. Damit Sie mir mit Ihrem Rasthaus eine Konkurrenz vor die Nase setzen. Nein, Herr Zafke, nein. Die Hypothek kriegen Sie nicht. Herr Zafke, Herr Zafke. Am Apparat. Wenn Sie mal wieder einen Wagenpfleger brauchen, kommen Sie sofort. Den Wagenpfleger? Nicht doch, Fräulein Berti. Ja. So eine süße, nette kleine Krabbe wie Sie. Kann doch ganz andere Ansprüche stellen. Trotzdem, Postkarte genügt. Monika, die Verbandstagung ist schon nächste Woche. Hm? Macht's uns aber schwer, unsere Wunderhose. Da müssten wir sie ja für die Rosenschau anmelden. Monika, ich glaube, du solltest das Angebot von diesem Zapke doch annehmen. Du gibst mir diesen Rat, Onkel Hanke. Schau, Monika. Sie wird rot aufblühen. Und dann wird sie die Farbe wechseln, sie wird so gelb werden wie die Gloria D. Und dann wird sie wieder rot verblühen. Glaubst du denn nicht mehr daran? Natürlich, glaube ich. Natürlich wird sie kommen, Monika, aber wann? Monika, du könntest es dir viel leichter machen. Nein, ich verkaufe nicht. Wir müssen auf alle Fälle einen Platz reservieren lassen für die Ausstellung. Sie muss ja kommen. Ich fahre zur Tagung in die Stadt. Die ganze Arbeit umsonst. Wie soll ich bauen ohne Grundstück? Mein erster Großauftrag. Da wartet man und endlich hat man eine Chance und wieder nichts. Erzählen Sie das mal der Rosenjungfer. Ich glaube, Herr Zapke, das ist doch nur eine Frage der Verhandlung. Ich sehe nämlich gar nicht ein, warum mein erster Großauftrag an einem weiblichen Dickschädel scheitern soll. Eben. Wie ist denn die Person? Blutjung und Gemüse, na und bildhübsch. Na, dann wär's doch gar nicht mal ein Opfer. Nehmen wir mal an, ich würde dieses Fräulein Lohmeier irgendwo kennenlernen. Na, ganz privat natürlich. Und nehmen wir weiter an, sie würde sich in mich verlieben. Ob man dann mit ihr reden könnte? Mensch, Klinger, Goldjunge. Das ist ja die Masche! Naja, schön finde ich es ja nicht so. Aus Berechnung. Bisher war es für mich immer ein Vergnügen. Oh, Sie tun dem Mädchen doch direkt einen Gefallen. Ich weiß schon eine prima Gelegenheit, wo sich das arrangieren lässt. Moin ist ja sowieso eine Verbandstagung hier in unserer Stadt. Und da machen Sie das so. Na, lassen Sie mal, Herr Zapke, das verstehe ich besser als Sie. Und damit, liebe Kollegen, werden die Vorbereitungen für unser Rosenfest abgeschlossen. Falls Fräulein Lohmeier ihre Wunderrose nicht mehr herausbringen kann, dann wäre die einzige Neuzüge. Das ist ja entsetzlich. Sagen Sie, wie kommen Sie denn dazu? Auftrag von Frau Krögelmann. Ja. Sagen Sie bitte. Alte Liebe rostet nicht. Jetzt habe ich es aber satt. Jetzt gehe ich zu ihr hin und sage ihr. Wieder nichts. Alles hat man dafür geopfert und nichts, nichts. Monika, sie wird schon kommen. Ja, aber zu spät. Ich werde zu Vogt gehen. Zur Konkurrenz? Er wollte immer schon die Zuchtergebnisse der Wunderrose kaufen. Ich gebe sie ihm. Alleine schaffen wir es doch nicht mehr. In ein paar Tagen dreht uns der Zapke sowieso den Hals zu. Monika, bitte. Wart noch einen Tag oder 2 Tage. Bitte, wart noch bis übermorgen, bitte. Das hat doch keinen Zweck mehr. So mutlos habe ich dich überhaupt noch nie gesehen. Sei mal ehrlich, ist da wirklich nur die Wunderrose dran schuld? Du weißt, ich habe große Sorgen. Monika, ist da nicht auch eine unnötige mit dabei? Wie meinst du das? Du tust Herrn Klinger Unrecht. Es ist alles nicht so, wie du denkst. Er hat es doch selber zugegeben. Schau, Monika, du hast ihn ja nicht zu Wort kommen lassen. Er wollte dir doch sagen, dass er längst bei Zapke gekündigt hat. Er hatte schon gekündigt. Ja, Klinger? Ach, Herr Hanke, ja, was gibt's denn? Ich muss mich kurz fassen. Die Monika darf ja nicht wissen, dass ich sie anrufe. Ihr letzter Versuch ist wieder fehlgeschlagen und sie hat jetzt schon allen Mut verloren. Bitte, Herr Klinger, der Karl, ja, Sie kennen ihn ja, das ist, mein Neffe hat jetzt eine Stellung in der Stadt. Und da wollte ich Sie bitten, dass Sie ihm sagen, dass er zu uns heraus... Ja, Sie können sich auf mich verlassen. Wiedersehen. Wie haben Sie denn meine Adresse gefunden? Na, ganz einfach. Einwohnermeldeamt. 20 Liter. Guten Tag, die Herren. Ich glaube, das gibt ein Wetterchen. Das Radio hat eben eine Sturmmeldung durchgegeben. Sturmmeldung? Ja. Na, hoffentlich passiert in Rosenfeldern nichts. Na, kommen Sie, beeilen wir uns. Entsetzlich. Sagen Sie, wie kommen Sie denn dazu? Auftrag von Frau Krögelmann. Ja. Sagen Sie bitte. Alte Liebe rostet nicht. Jetzt habe ich es aber satt. Jetzt gehe ich zu ihr hin und sage ihr... Wieder nichts. Alles hat man dafür geopfert und nichts. Monika, sie wird schon kommen. Ja, aber zu spät. Ich werde zu Vogt gehen. Zur Konkurrenz? Er wollte immer schon die Zuchtergebnisse der Wunderrose kaufen. Ich gebe sie ihm. Alleine schaffen wir es doch nicht mehr. In ein paar Tagen dreht uns der Zapke sowieso den Hals zu. Monika, bitte, wart noch einen Tag oder 2 Tage. Bitte, wart noch bis übermorgen, bitte. Monika. Das hat doch keinen Zweck mehr. So mutlos habe ich dich überhaupt noch nie gesehen. Sei mal ehrlich, ist da wirklich nur die Wunderrose... Ganz schuld. Du weißt, ich habe große Sorgen. Monika, ist da nicht auch eine unnötige mit dabei? Wie meinst du das? Du tust Herrn Klinger unrecht. Es ist alles nicht so, wie du denkst. Er hat es doch selber zugegeben. Schau, Monika, du hast ihn ja nicht zu Wort kommen lassen. Er wollte dir doch sagen, dass er längst bei Zapke gekündigt hat. Er hatte schon gekündigt. Ja, Klinger? Ach, Herr Hanke, ja, was gibt's denn? Ich muss mich kurz fassen. Die Monika darf ja nicht wissen, dass ich sie anrufe. Ihr letzter Versuch ist wieder fehlgeschlagen und sie hat jetzt schon allen Mut verloren. Bitte, Herr Klinger, der Karl, ja, Sie kennen ihn ja, das ist... Mein Neffe hat jetzt eine Stellung in der Stadt. Und da wollte ich Sie bitten, dass Sie ihm sagen, dass er zu uns heraus... Ja, Sie können sich auf mich verlassen. Wiedersehen. Wie haben Sie denn meine Adresse gefunden? Na, ganz einfach. Einwohnermeldeamt. 20 Liter. Guten Tag, die Herren. Ich glaube, das gibt ein Wetterchen. Das Radio hat eben eine Sturmmeldung durchgegeben. Sturmmeldung? Ja. Na, hoffentlich passiert in Rosenfeldern nichts. Na, kommen Sie, beeilen wir uns. Hat man dafür geopfert und nichts. Monika, sie wird schon kommen. Ja, aber zu spät. Ich werde zu Vogt gehen. Zur Konkurrenz? Er wollte immer schon die Zuchtergebnisse der Wunderrose kaufen. Ich gebe sie ihm. Alleine schaffen wir es doch nicht mehr. In ein paar Tagen dreht uns der Zapke sowieso den Hals zu. Monika, bitte, wart noch einen Tag oder 2 Tage. Bitte, wart noch bis übermorgen, bitte. Das hat doch keinen Zweck mehr. So mutlos habe ich dich überhaupt noch nie gesehen. Sei mal ehrlich, ist da wirklich nur die Wunderrose dran schuld? Du weißt, ich habe große Sorgen. Monika, ist da nicht auch eine unnötige mit dabei? Wie meinst du das? Du tust Herrn Klinger Unrecht. Es ist alles nicht so, wie du denkst. Er hat es doch selber zugegeben. Schau, Monika, du hast ihn ja nicht zu Wort kommen lassen. Er wollte dir doch sagen, dass er längst bei Zapke gekündigt hat. Er hatte schon gekündigt. Ja, Klinger? Ach, Herr Hanke, ja, was gibt's denn? Ich muss mich kurz fassen. Die Monika darf ja nicht wissen, dass ich sie anrufe. Ihr letzter Versuch ist wieder fehlgeschlagen und sie hat jetzt schon allen Mut verloren. Bitte, Herr Klinger, der Karl, ja, Sie kennen ihn ja, das ist, mein Neffe hat jetzt eine Stellung in der Stadt. Und da wollte ich Sie bitten, dass Sie ihm sagen, dass er zu uns heraus... Ja, Sie können sich auf mich verlassen. Wiedersehen. Wie haben Sie denn meine Adresse gefunden? Na, ganz einfach. Einwohnermeldeamt. 20 Liter. Guten Tag, die Herren. Ich glaube, das gibt ein Wetterchen. Das Radio hat eben eine Sturmmeldung durchgegeben. Sturmmeldung? Ja. Na, hoffentlich passiert in Rosenfeldern nichts. Na, kommen Sie, beeilen wir uns. Wofür hältst du denn das? Für einen Mülleimer. Ich meine, ein schickes Motorrad, mit dem man sich sehen lassen kann und verreisen nach Italien und so. Also Ideen hast du. Ist denn das so schwer zu verstehen? Ich will auch mal was erleben. Ich will auch mal was von der Welt sehen. Na, schau dich doch um. Jetzt zum Beispiel sind wir 10 Kilometer von Vilshorn weg. 10 Kilometer von Vilshorn. 10 Kilometer kann ich auch zu Fuß gehen. Jetzt langt's mir aber. Nichts als lauter alberne Firlefanzereien hast du im Kopf. Bitte, wenn du willst, kannst du zu Fuß gehen. Ich kann auch allein weiterfahren. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Du, ich tu's wirklich. Bitte, bitte, gute Fahrt. Karl! 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 Ach, so ein Flegel. Donnerwetter nochmal, Sie sind aber wirklich, Sie sind, Donnerwetter nochmal, Sie sind ja ein verteufelt hübsches Mädchen und Tränen in den schönen Augen. Mein Gott, was gibt's denn? Ach, nichts weiter, ein bisschen Familiensturm. Aha, das habe ich mir gedacht. Und wo wollen Sie jetzt hin zum Schuster? Nein, nach Hause. Aha. Wollen Sie vielleicht mir und meinem kleinen Wägelchen die Freude machen? Nein, aber meinen Füßen. Laufen Sie mal den ganzen Weg barfuß. Doch, mitnichten, mitnichten. Na, was für Nichten denn? Na, na, das ist nur so eine kleine Redensart. Hätte ebenso gut kurz, knapp und brutal sein können, bitte sehr. Aber ich liebe solche blumigen Umschreibungen, besonders in Verbindung mit so hübschen Damen. Also, was kann ich für Sie tun? Fahren Sie mich bitte nach Hause, aber ohne blumige Umwege. Gerne. Jetzt habe ich schon wieder einen Bus versäumt. Ihretwegen. Aber mit dem nächsten fahre ich. Unwiderruflich? Unwiderruflich. Gefällt es Ihnen nicht? Das habe ich nicht gesagt. Es war ein wunderschöner Tag heute. Hören Sie. Ich habe die Zinsen gestundet. So nötig brauche ich das Geld gar nicht. Moment, Moment. Frau Krügelmann, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Verkaufen Sie mir die Hypotheken. Damit Sie mir mit Ihrem Rasthaus eine Konkurrenz vor die Nase setzen. Nein, ernsthaft, genau. Die Hypothek kriegen Sie nicht. Herr Sackler! Herr Sackler! Am Apparat! Wenn Sie mal wieder einen Wagenpfleger brauchen, kommen sofort. Den Wagenpfleger? Nicht doch, Fräulein Berti. Ja. So eine süße, nette, kleine Krabbe wie Sie. Kann doch ganz andere Ansprüche stellen, ja? Trotzdem, Postkarte genügt. Monika, die Verbandstagung ist schon nächste Woche. Hm? Macht's uns aber schwer, unsere Wunderrose. Da müssten wir sie ja für die Rosenshow anmelden. Monika, ich glaube, du solltest das Angebot von diesem Zapke doch annehmen. Du gibst mir diesen Rat, Onkel Hanke. Schau, Monika. Sie wird rot aufblühen. Und dann wird sie die Farbe wechseln, sie wird so gelb werden wie die Gloria D. Und dann wird sie wieder rot verblühen. Glaubst du denn nicht mehr daran? Natürlich, glaube ich. Natürlich wird sie kommen, Monika, aber wann? Monika, du könntest es dir viel leichter machen. Nein, ich verkaufe nicht. Wir müssen auf alle Fälle einen Platz reservieren lassen für die Ausstellung. Sie muss ja kommen. Ich fahre zur Tagung in die Stadt. Die ganze Arbeit umsonst. Wie soll ich bauen ohne Grundstück? Mein erster Großauftrag. Da wartet man und endlich hat man eine Chance und wieder nichts. Erzählen Sie das mal der Rosenjungfer. Ich glaube, Herr Zapke, das ist auch nur eine Frage der Verhandlung. Ich sehe nämlich gar nicht ein, warum mein erster Großauftrag an einem weiblichen Dickschädel scheitern soll. Eben. Wie ist denn die Person? Blutjung und Gemüse, na und bildhübsch. Na, dann wär's doch gar nicht mal ein Opfer. Nehmen wir mal an, ich würde dieses Fräulein Lohmeier irgendwo kennenlernen. Na, ganz privat natürlich. Und nehmen wir weiter an, sie würde sich in mich verlieben. Ob man dann mit ihr reden könnte? Mensch, Klinger, Goldjunge. Das ist ja die Masche! Naja, schön finde ich es ja nicht so. Aus Berechnung. Bisher war es für mich immer ein Vergnügen. Oh, Sie tun dem Mädchen doch direkt einen Gefallen. Ich weiß doch schon eine prima Gelegenheit, wo sich das arrangieren lässt. Moin ist ja sowieso eine Verbandstagung hier in unserer Stadt. Und da machen Sie das so. Na, lassen Sie mal, Herr Zapke, das verstehe ich besser als Sie. Und damit, liebe Kollegen, werden die Vorbereitungen für unser Rosenfest abgeschlossen. Falls Fräulein Lohmeier ihre Wunderrose nicht mehr herausbringen kann, dann wäre die einzige Neuzüchtung des Jahres die Samtrose des Kollegen Wolfram. Noch eine Bemerkung? Dann danke ich Ihnen für heute und auf Wiedersehen bei unserer Rosenschau. Lieber Kollege Wolfram. Klinger. Errungen? Eine Spezialität. Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen zumuten darf, aber vielleicht können Sie mir einen Tipp geben. Ich bin nämlich gerade dran, meine Steuererklärung zu machen. Ja, aber natürlich, Frau Krügelmann, wir Geldleute müssen noch zusammenhalten und Kassabücher sind für mich immer ganz besonders interessant. Schick so ein weißer Anzug. Ja, so weiß, wäscht nur Superweiß. Oha, das habe ich gerade eben im Werbefunk gehört. Ich danke Ihnen für diesen Abend. Nein, ich habe Ihnen zu danken. Es war wirklich sehr schön. Ich habe mich schon lange nicht mehr so unbeschwert gefühlt. Haben Sie denn Sorgen? Wer hätte die nicht? Bitte einsteigen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Und wann sprechen wir über das Berufliche? Ich besuche Sie in der Gärtnerei. Und wenn ich einmal nur privat käme, wäre ich dann auch gerne gesehen? Natürlich. Aber vergessen Sie nicht, in erster Linie sind wir Geschäftspartner. Auf Wiedersehen und viel Glück. Danke, auf Wiedersehen. Bitte? Guten Morgen. Morgen. Hat der Herr Hosfeld alles, was er braucht? Ja, vielleicht noch ein Tröpfchen Kaffee, wenn ich bitten darf? Aber ja, doch selbstverständlich, danke. Gern. Oh! Bitte? Was haben Sie denn? Nichts. Alles in Ordnung. In bester Ordnung. Inwiefern? Auch die Konstellation ist günstig. Venus und Merkur in Konjunktur. Venus und Merkur? Die Sterne, meine ich. Ah, ich verstehe, Sie sind abergläubisch. Sagen Sie doch so etwas nicht. Da ist was dran, ich schwöre es Ihnen, aber Herr Hosbeck. Sehr interessant. Ah, sehr. Ich wusste es ja, Herr Hosbeck. Unser einer findet sich doch überall auf der Welt. Das macht das Fludium. Aha, aha. Und jetzt, wenn Sie gestatten, jetzt möchte ich Ihnen gern etwas näher treten mit meinem Anliegen. Frau Grönemann, ich glaube, ich meine... Also muss ich aber aufstehen. Ach nein, bleiben Sie doch ruhig noch ein Stündchen im Bett. Dann können Sie inzwischen meine Geschäftsbücher ansehen. Bitte. Ja. Frau Krügelmann, das mache ich am besten heute Abend. Ach nein, das geht doch nicht. Da ist doch das Fest. Mein Fest. Trotzdem, man kann doch das eine tun und muss dabei das andere nicht lassen. Ich habe eine Verabredung mit Fräulein Tochter. Kleine Autotour. Und versprochen ist versprochen. Das ist aber eine gute Idee. Ja. Herr Rosfeld, nehmen Sie sich doch der kleinen Berti ein bisschen an. Naja, ich werde sehen, was ich machen kann. Die ist ja nackelig. Oh, Herr Hosfeld, Herr Hosfeld, Sie sind... So, du markierst also die Kranke. Heul nicht! Sowieso schon zu spät. Ich bin nur gekommen, um dir zu sagen, um dir nach all dem, was du dir in der letzten Zeit geleistet hast, zu sagen, dass ich dich nie mehr allein lasse. Wir heiraten. Wir heiraten? Karl! Kerlchen! 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 Mach doch mal! Hast du heiraten gesagt? Ja. Oh. Hast du es nicht gehört? Nein. Aber vielleicht ziehst du dich erst um. Warum? Ah. Ja, aber beeil dich! Bitte sehr. Gute Fahrt. Wiedersehen. Nicht mein Trinkgeld. Der Zapke hat uns schön reingelegt. Als Lockvögel missbraucht er uns. Die Sirene in der Tankstelle. Aber ohne mich. Darf ich vorstellen? Miss Öl und Miss Benzin. Ich heiße Liese. Und ich Lotte. Lieselotte? Sie sehen aus wie Zwillinge. Wie kommt das? Ja, wissen Sie, wir sind Zwillinge. Oh. Sie wären die geborenen Tänzerinnen. Wir sind eigentlich Tänzerinnen. Tänzerinnen? Ja. Aber hier sind wir etwas anderes. Wir sind Empfangsstelle. Von einer Tankstelle, wir füllen Benzin ein, wir beiden Geschwister und pumpen die Luft nach und schleppen Kanister. Wir waschen und wischen und reiben die Wagen und auch ihre Scheiben. Und wenn es auch manchmal nur wäre, so küssen wir dann die Chauffeure. Oh, die Beine, Lieselotte, 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 hat sonst keine. Lieselotte, 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 als nur eine. Lieselotte, 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 du alleine. Lieselotte, 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 oh, ihr tanzt geschwind heut, ihr tanzt wieder Wind heut, ihr tanzt euch ins Herz hinein. Macht doch einen Witz heut, tanzt doch wieder Blitz heut, also bitte Tempo, 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 oh, die Beine, Beine hat so keine. Lieselotte, 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 als nur eine, du nur ganz alleine. Lieselotte, Lieselotte, Lieselotte. Achtung Kinder, hört mir zu! Ihr gehört ins Atelier, gleich zum Film als Star. Ihr habt Formen, USW, alles wunderbar. Mädels, sagt, was macht ihr da? Ihr seid attraktiv. Ihr gehört nach USA, fort mit euch aufs Schiff. Ja, immer dasselbe. Schon die dritte Sorte in dem Jahr. Verhungert. Ich bin nur gespannt, wie lange die hier noch aushalten. Da gehört eben genügend Blaukorn her. Aber nicht nur eine Tüte, ein ganzer Waggon voll. Und eine Großflächenspritze mit dem Traktor. Ohne Geld. Die Firma hat auch Einnahmen. Aber wenn die Chefin alles in ihre Experimente mit der zweifarbig blühenden Rose steckt, na, die wird sich wundern. Über ihr Rosenwunder. Aber, Karl. Was habe ich für Aussichten? In einem Betrieb, in dem es bergab geht. Da steckt sicher deine Berti dahinter. Ach was, mein gesunder Menschenverstand. Karl, wir dürfen die Monika jetzt nicht im Stich lassen. Die hat schon genug Sorgen. Hoffentlich kriegt sie heute ihr Darlehen. Na, hoffentlich. Tja, Fräulein Lohmeier, das Grundstück ist stark belastet. Ich brauche das Geld ja nur für 6 bis 8 Monate. Die Rentabilität des Betriebes ist auch sehr zurückgegangen. In wenigen Wochen ist die internationale Rosenschau. Wenn ich nur ein bisschen Glück habe, hole ich mir mit meiner Wunderrose den ersten Preis. Und wovon hängt dieses bisschen Glück ab, wenn ich fragen darf? Dass sie bis dahin aufblüht. Mhm. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das Züchtungsergebnis vorläufig bloß Theorie. Ja, aber jeden Tag kann aus der Theorie Wirklichkeit werden. Rauchen Sie? Nein, danke. Tja, mein liebes Fräulein Lohmeier, man kann vieles beleihen. Aber eine Theorie? Es tut mir wirklich sehr leid. Und wenn Frau Krögelmann mir die Hypothek kündigt? Ach, das würde sie doch nie über ihr Herz bringen. Ja, gibt's denn sowas? Ihr Ratschweiber, ihr Faulen. Den ganzen Tag nichts im Kopf als schlafen, essen und knutschen. Aber da seid ihr bei mir an der falschen Adresse. Bei mir heißt Sauberkeit, Arbeit, Moral. Und das Horoskop der Woche. Ach, das verstehst du nicht, du dummes Ding. Jedem ist sein Schicksal vorherbestimmt. Auch dir. Jawohl, Frau Krögelmann. Erteilt dir nur nicht deinen Sexappeal. Sauberkeit, Arbeit und Moral, habe ich gesagt. Ah, die Damen. Recht schönen guten Morgen. Wünsche wohl geruht zu haben. Guten Appetit. Guten Morgen. Berti, die Eier. Ich kann doch nicht hexen. Nein, bitte keine Eier. Es wird sonst zu viel. Aber hören Sie, Sie müssen doch kräftig essen. Vielen Dank. Wissen Sie... Was steht zu Diensten? Wir sind nämlich Tänzerinnen. Ach, das ist aber nett. Ich habe schon immer eine große Vorliebe gehabt für die Kunst. Was für Nichten denn? Na, na, das sind nur so eine kleine Redensart. Hätte ebenso gut kurz, knapp und brutal sein können, bitte sehr. Aber ich liebe solche blumigen Umschreibungen, besonders in Verbindung mit so hübschen Damen. Also, was kann ich für Sie tun? Fahren Sie mich bitte nach Hause, aber ohne blumige Umwege. Gerne. Jetzt habe ich schon wieder einen Bus versäumt. Ihretwegen. Aber mit dem nächsten fahre ich. Unwiderruflich? Unwiderruflich. Gefällt es Ihnen nicht? Das habe ich nicht gesagt. Es war ein wunderschöner Tag heute. Hören Sie. Das kommt vom Rathausturm. Und das von der Marienkirche. So habe ich die Stadt noch nie gesehen. Sie sollten der Bundespost dankbar sein, dass sie so pünktlich abfährt. Oder einem Architekten, der so viel Zeit hat. Naja, wir hatten ja in erster Linie eine geschäftliche Besprechung. Davon habe ich aber nicht viel gemerkt. Was ist denn das? Abendessen. Sie haben eine entwaffnende Selbstverständlichkeit, aber mit dem nächsten Bus fahre ich bestimmt. Das ist sowieso der letzte. Ich fahre Sie mit dem Wagen. Nein, danke. Ich nehme den Bus. Die Berti ist gerade gekommen. Na und? Sie hat sich was Tolles aufgegabelt. So eine Art Ruberosa. Stinkt vor Geld. Und einen Wagen hat der eingedicht. Aufgegabelt? Meine Tochter gabelt sich niemand auf. Und wenn sie sich einen aufgabelt, dann muss es schon ein außerordentlicher Charakter sein. Und hier sehen Sie also das Innere der Traube. Süß. Und hier ist meine Mutter, die Seele des Geschäfts. Kolossale Ähnlichkeit. Hätte beinahe gesagt, die große Schwester. Gestatten Sie, Hossfeld, Tom Hossfeld. Sie sind ein Schmeichler. Ja. Josephine Krögelmann, ich bin die goldene Traube. Ganz meinerseits. Der Herr sucht ein Zimmer. Ja, glücklicherweise habe ich ja Fräulein Tochter kennengelernt und auf diese Weise die goldene Rebe. Goldene Traube, ja. Seit 1932. Natürlich, alte Kultur, Gediegenheit, Patriziertum, Weltmann wie ich versteht so etwas. Ja, an sich bin ich total ausverkauft. Oh. Aber per Zufall ist heute ein Appartement frei geworden. Mhm. Für wie lange soll's denn sein? Es kommt drauf an, ubi bene, ibi patria. Ah, Sie sprechen auch Italienisch. Ja. Sie kommen wohl weit herum, was? Das kann man wohl sagen. Rio, Hongkong, Shanghai, Mich lockt das Abenteuer. Dann werden Sie sich hier aber einsam fühlen. In Vielshorn ist nicht viel Abwechslung. Auch die Einsamkeit hat ihre Reize. Zum Beispiel Ruhe, Natur. Da müssten wir Sie ja für die Rosenschau anmelden. Monika, ich glaube, du solltest das Angebot von diesem Zabke doch annehmen. Du gibst mir diesen Rat, Onkel Hanke. Schau, Monika. Sie wird rot aufblühen. Und dann wird sie die Farbe wechseln, sie wird so gelb werden wie die Gloria D. Und dann wird sie wieder rot verblühen. Glaubst du denn nicht mehr daran? Natürlich glaube ich. Natürlich wird sie kommen, Monika, aber wann? Monika, du könntest es dir viel leichter machen. Nein, ich verkaufe nicht. Wir müssen auf alle Fälle einen Platz reservieren lassen für die Ausstellung. Sie muss ja kommen. Ich fahre zur Tagung in die Stadt. Ganze Arbeit umsonst. Wie soll ich bauen ohne Grundstück? Mein erster Großauftrag. Da wartet man und endlich hat man eine Chance und wieder nichts. Erzählen Sie das mal der Rosenjungfer. Ich glaube, Herr Zabke, das ist doch nur eine Frage der Verhandlung. Ich sehe nämlich gar nicht ein, warum mein erster Großauftrag an einem weiblichen Dickschädel scheitern soll. Eben. Wie ist denn die Person? Blutjung und Gemüse, na und bildhübsch. Na, dann wär's doch gar nicht mal ein Opfer. Nehmen wir mal an, ich würde dieses Fräulein Lohmeier irgendwo kennenlernen. Na, ganz privat natürlich. Und nehmen wir weiter an, sie würde sich in mich verlieben. Ob man dann mit ihr reden könnte? Mensch! Klinger! Goldjunge! Das ist ja die Masche! Naja, schön finde ich es ja nicht so. Aus Berechnung. Bisher war es für mich immer ein Vergnügen. Ach, Sie tun dem Mädchen doch direkt einen Gefallen. Ich weiß doch schon eine prima Gelegenheit, wo sich das arrangieren lässt. Moin ist ja sowieso eine Verbandstagung hier in unserer Stadt. Und da machen Sie das so. Na, lassen Sie mal, Herr Zabke, das verstehe ich besser als Sie. Und damit, liebe Kollegen, werden die Vorbereitungen für unser Rosenfest abgeschlossen. Falls Fräulein Lohmeier ihre Wunderrose nicht mehr herausbringen kann, dann wäre die einzige Neuzüchtung des Jahres die Samtrose des Kollegen Wolfram. Noch eine Bemerkung? Dann danke ich Ihnen für heute und auf Wiedersehen bei unserer Rosenschau. Lieber Kollege Wolfram. Klinger. Verzeihung, Frau Lohmeier? Ja, bitte? Entschuldigen Sie, ich bin Architekt. Ich habe mir sagen lassen, Sie hätten besondere Erfahrung in der Anlage von Rosengärten. Ja, das stimmt. Ja, ich habe da von einem Industriellen einen Auftrag bekommen, einen Rosengarten anzulegen und offen gestanden, davon habe ich keine Ahnung. Und da soll ich Ihnen einen Rat geben? Aber nein, ich wollte Sie um Ihre Mitarbeit bitten. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie daran interessiert wären. Ja, aber da könnte ich ja die Pflanzen liefern. Ja, natürlich. Wie groß ist die Fläche? Ja, das Grundstück selbst habe ich noch gar nicht gesehen. Ach so. Ja, aber ich schlage vor, dass wir die ganze Sache in Ruhe bei einer Tasse Kaffee besprechen. Ich habe leider keine Zeit. Oh. Das heißt, meinen Bus erreiche ich sowieso nicht mehr. Na gut, also gehen wir. Ich nähert ihrem Hause. Vielleicht sie werden leben noch 10 Jahre, vielleicht auch noch 50. Aber eins ist ihnen gewiss. Sie werden diesen Freier überleben nur einen einzigen Tag. Oh. Und wer bitte ist dieser Freier? Der Freier ist derjenige, welcher wir treten als nächster ins Zimmer über diese Schwelle. Liebe Josephine, ich wollte... Ach du liebe Zeit, du hast dich doch wohl hoffentlich nicht erkältet. Nein. Setz dich. Ich mache dir jetzt gleich einen Fliedertee. Ich brauche keinen Fliedertee. Rosen, Fliedertee, ich bin ja nicht krank. Sicher bist du krank, du weißt es nur noch nicht. Weiß ich nicht. Eine Grippe fängt meistens mit Niesen an, aber ich glaube, ein steifer Grog wäre noch besser. Ja. Steifer Grog ist ja immer... Ist ja... Zunächst mal einen doppelten Korn. So. Ja, ja, Schon mancher ist an Grippe erkrankt und an Lungenentzündung gestorben. Da ist nicht zu spaßen. Aber jetzt hast du ja mich. Zu deinem und meinem Wohle. Prost. Liebe Josephine, ich möchte dich etwas fragen. Ja, Matthias, frag doch, no, frag doch schon. Liebe Josephine, Rosen. Die Liebe? Die liebe Monika ist in Not. Und du bist nicht in Not und ich dachte, vielleicht könntest du ihr helfen. Die Monika? Aber ich habe doch jetzt ganz andere Dinge im Kopf. Ich muss mich doch jetzt um dich kümmern. Ich kann mich nicht zersplittern. Du sollst nicht splittern. Nicht splittern. Ich dachte, Ja, was ist denn das? Du hast ja total durchweichte Schuhe. Ja. Du wirst dir ja den Tod holen. Musst dir natürlich sofort die Schuhe ausziehen. Die Schuhe. Komm her. Gib her, bitte, sofort. Liegst du gut? Na ja. So. Und jetzt erst das rechte Füßchen. So. Und jetzt das linke Füßchen. Beim linken geht's ein bisschen schwerer bei mir.